Geschichtsfenster. Mein Name ist André, das ist Marc, das ist Johannes. Ihr kennt die beiden schon aus dem ersten Teil unseres Videos zu Musik im Mittelalter. Und wir haben gedacht, wir nehmen das ganze Spätmittelalter mal komplett raus, weil das erst war so ein kompaktes Thema, sehr viel klerikale Musik, so ein bisschen Instrumente haben wir noch behandelt. Im Spätmittelalter wird alles anders, oder? Komplett. Die Frage, ob es komplett anders wird, aber wir haben viel mehr Quellen, die uns was darüber sagen, was passiert. War ja auch ein Thema im ersten Teil, welche Quellen haben wir? Und jetzt mit der Quellenexplosion haben wir natürlich auch in ganz anderen Bereichen Quellen. Wir sind immer noch in Basel, wir sind immer noch im kleinen Kloster Klingenthal. Kloster Kleines Klingenthal. Kloster Kleines Kloster Klingenthal und Kloster Kleines Klingenthal. Und jetzt sind wir im kleinen Refektorium. Viel klein und ein wunderbarer Raum. Ihr seht, die Vertäfelung ist hier original. Das ist alles tatsächlich aus dem Spätmittelalter. Ein großartiger Raum. Nochmal danke für eure Organisation. Ihr habt das alles möglich gemacht. Kommen wir jetzt noch, also die klerikale Musik spielt natürlich noch eine große Rolle, aber wir kriegen jetzt ganz andere Bereiche in den Blickpunkt, über die wir plötzlich viel, viel mehr wissen. Aber auch unterhalb dieser höfischen Situation haben wir jetzt auch Einblick in, sag ich mal, bürgerlich Niederadel. Und da gibt es im deutschsprachigen Bereich so ein ganz berühmtes Werk, vielleicht sogar das berühmteste Werk des Mittelalters überhaupt, die Manesse oder eigentlich die große Heidelberger Liederhandschrift. Und all diese Titel sind eigentlich nicht richtig, weil eigentlich kommt es ja von hier. Aus Zürich. Ja. Also wurde wohl in Zürich verfasst und es gibt sogar ein selbstreferenzielles Lied, also ein Lied, das sich darauf bezieht, wie diese Lieder gesammelt werden, das selbst im Codex Manesse steht. Und der Ursprung ist eigentlich ähnlich wie das, was wir im letzten Teil hatten, diese Betrachtung von verschiedener Musik, weil hier haben wir einen Stadtbürger, der mal sammeln will, was gibt es so alles in seinem Musikbereich. Das ist letztlich das, was wir was als Minnesang bezeichnen will. Also die oft adligen, oft niederadligen Dichter. Also daraus kennen wir halt so Sachen wie Walter von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Ulrich von Lichtenstein, der dann später im Film eine ganz komische Rolle bekommen hat, ist aber ja auch einer davon. Und die wurden alle gesammelt und auch teilweise ihre Werke und die Bilder daraus, die kennt halt tatsächlich jeder. Wie wichtig ist das als Quelle für euch? Also für den Minnesang ist der Codex Manesse die Haupthandschrift. Ja. Hätten wir den Codex Manesse nicht, dann würden wir ungefähr die Hälfte der Minne-Lieder-Texte nicht kennen. Mhm. Ja, wir haben natürlich noch andere Quellen und auch Lieder werden auch gedoppelt, sind in anderen Quellen auch enthalten. Mhm. Aber der Codex Manesse ist die größte Sammlung mit Minne-Gedichten, ohne die Melodien leider. Ja. Ja, wurde aber gesammelt eben von den Zürcher Bürgern und an einem Zeitpunkt, an dem der Minnesang im Grunde vorbei ist. Also man guckt auf eine Epoche zurück, in der der Minnesang das identitätsstiftende Ding des Adels war und jetzt will das Bürgertum sich das aneignen und sammeln, weil man merkt, die Epoche geht vorbei. Ja. Und damit haben wir auch das Bürgertum auf einmal als Träger von Kultur. Die haben das Geld, die haben die Möglichkeit, viele Bürger sehen sich auch selbst als Adel, wollen auch dem Rittertum nacheifern, inszenieren sich sogar als Rittertum und ausgerechnet die Manesse hat ja sogar zweimal diese Rolle gespielt, weil ihre Wiederentdeckung quasi in so mit der romantischen Begeisterung für mittelalterliche Musik, da ist sie ja nochmal in derselben Funktion Jahrhunderte später wieder da und löst halt diese Begeisterung für diese ganzen Musik im 19. Jahrhundert nochmal aus. Nicht zuletzt wahrscheinlich wegen der Bilder. Ne? Ja. Denn auf einmal haben wir diese Abbildung, wir haben eine Autorsammlung, also jedes Lied muss eigentlich einem Autor zugeordnet werden. Mhm. Man kann keine anonymen Gedichte da stehen lassen. Mhm. Ja. Und dann haben wir also ein Autorenbild und danach die ganzen Lieder, die zu diesem Autoren, zu diesem Minnesänger gehören. Können wir jetzt ein halbes Video drüber machen, weil die erste Verwendung davon ist ja im viel kleineren Kreis und dann im 19. Jahrhundert durch neue Drucktechniken wird er ganz weit bekannt und das ist wieder so ein wunderbares Ding der Quellenverwendung und wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es aus unserem Thema raus, die Troubadoure, die Minnesänger sind passé, die sind so vor allem Zeit eben dieser dezentralen Hofhaltung im Hochmittelalter oder im ausgehenden Hochmittelalter, wo eben gerade sowas wie Wolfram von Eschenbach ist halt spannend, der als Dienstmann der Grafen von Wertheim dient und dann auch bei ihnen am Hof ist, wo auch Königin kommt, da hat er einfach sein Publikum und auch dieses Wandern von Hof zu Hof ist ja für diese dezentralen Höfe ganz wichtig, was wir im Spätmittelalter nicht mehr haben, aber es gibt ja noch nach der Manesse so ein Nachklingen des Minnesangs. Es gibt ja dann noch so eine ganze Tradition dahinter. Apropos Klingen genau. Denn wir sind jetzt im Kloster Kleines Klingenthal. Ja? Das wurde gegründet von Walter von Klingen. Ja? Der selber im Codex Manesse als Minnesänger abgebildet ist. Also wir sind hier in einer Klostergründung eines Minnesängers. Fantastisch. Und er selbst war natürlich Herrscher, er war Graf. Ja? Und
hat gewissermaßen im Nebenberuf Minnesang betrieben. Wir haben also bei den Minnesängern nicht nur hauptberufliche Dichtersänger, die von Hof zu Hof wandern, sondern wir haben auch Adlige, die im Nebenberuf in Musik dilettieren, im besten Sinne des Wortes. Man könnte jetzt über eine Messe, wie gesagt, ein ganz eigenes Video machen, weil wir haben ja da alles drin. Wir haben aus völlig Unterschied vom Kaiser bis zum irgendwie, ich glaube, selbst ein Jude ist aufgeführt. Ja? Von Trimberg, ja. Ja, genau. Also alle gesellschaftlichen Schichten, selbst Nicht-Adlige für die Zeit ja schon interessant, Stadtbürger, da ist wirklich alles drin. Und es zeigt halt auch so, wir denken bei Minnesang natürlich an die höfische Kunst, aber da ist halt auch so, höfische Kultur tröpfelt immer nach unten durch. Und sie wird auch immer kopiert und sie wird auch immer rezipiert. Also das, aber auch so im Nachklang. Dann haben wir eben so Leute, sehr bekannt, Oswald von Wolkenstein und so, wie gesagt, da gibt es so eine ganze Reihe hinten dran. Damit hast du dich, glaube ich, ganz intensiv beschäftigt. Ja, also deutschsprachige Musik des Mittelalters ist so ein großes Thema für mich. Ich kümmere mich auch um Instrumentalmusik und vor allem auch um Musik des 15. Jahrhunderts. Ja. Aber die des deutschsprachigen Raums, die interessiert mich speziell auch, weil ich da Germanistik studiert habe und mich die Texte und die Aussprache und die Ästhetik dieser Texte interessiert hat. Auch als Forscher ist das tatsächlich. Ja. Genau, das ja. Halt als Forscher auch. Ja. Ja. Aber immer wieder mit dem Blick auf die Aufführung. Also mir kommt es immer wieder darauf an, wie klingt das Ganze? Wie kann man das Ganze zum Klingen bringen, sinnvollerweise? Du hast ja auch im ersten Teil gesagt, du kommst ja aus der Aufführung. Selbst auf Mittelaltermärkten hast du ursprünglich angefangen. Ja. Also du bist einfach ein Musiknerd, der irgendwann da weitergemacht hat. Ja, also wenn man mal an dem Faden zieht, ne, dann kann man nicht loslassen. Und der führt einen auch ganz woanders hin, als man anfänglich dachte. Ja, es ist, ich sage mal, im Mittelalter, also die Beschäftigung im Mittelalter sind Kaninchenbauten. Tief reinfällst und super. Ja. Und man folgt diesem Bau natürlich, wohin er einen führt. Ja. Ne? Man versucht, also ich jedenfalls, nicht zu projizieren, nicht zu sehr zu projizieren, was man will, sondern mal zu gucken, wo führt es einen hin und was kommt dabei heraus. Mhm. Und das ist normalerweise viel, viel besser und viel tiefer, als was man sich sonst so vorgestellt hat. Aber damit kommen wir natürlich näher mit uns auch zu diesen Künstlerpersönlichkeiten, weil auf einmal haben wir ja die Namen dazu und die Namen sind berühmt. Wie gesagt, Oswald von Wolkenstein gehört nicht mehr dazu, wird aber eben aus seiner Eigenschaft als Sänger berühmt, taucht dann auch überall auf, beim Konzil von Konstanz taucht er auf, wird in den Kannenorden aufgenommen, also im näheren Umfeld des Kaisers und so. Aber eigentlich ist er ein relativ kleiner Südtiroler Adliger und was ihn halt wirklich ausmacht, ist seine Dichtkunst, seine Sangeskunst und offensichtlich kann man dann eine Karriere darauf aufbauen. Ja, also er hat auch mit seiner Musik kein Geld verdient. Ne? Ja. Das muss man auch wieder sehen. Der hat sicher unterhalten. Geschenke, ja. Er hat sich Geschenke hat er sicher bekommen. Ja. Aber er war in erster Linie im Hauptberuf natürlich mal Politiker und Adliger und konnte aber dichten und singen. Also hat ein unglaubliches Talent gehabt. Und seine ganze Dichtung und Musik mit Notation überliefert in seinen zwei großen Handschriften, die wir noch haben, die wir heute noch haben, war sehr stolz darauf. Wir haben über 1000... Ein bisschen Ego hatte der. Ja, der hatte enormes Ego. Und deswegen, wir wissen heute so viel über ihn und seine Musik, weil er sich selber darum gekümmert hat, dass sie notiert wird, dass sie niedergeschrieben wird. Er hat sich vermarktet. Er hat sich vermarktet, Und das waren sicher auch Conversation Items, diese Handschriften, dass man die zeigt und damit er ein bisschen prahlt. Handschriften werden auch heutzutage teilweise falsch gesehen, weil sie halt nicht ein Buch im modernen Sinne sind, sondern sind vor allen Dingen Zeigebücher, die man im privaten Umfeld zeigt, auch teilt. Aber sie werden ganz anders konzipiert als moderne gedruckte Bücher. Und damit kommen wir auch zur Funktion der Bücher und der Funktion der Notenaufzeichnung in diesen Büchern. Ja. Denn die allermeisten Handschriften, die wir mit Noten haben, und wir haben enorm viele, da darf man sich nicht täuschen. Also nicht, dass man denkt, da gibt es nur wenige Noten im Mittelalter. Wir haben tausende von Musikstücken, auch von weltlicher Musik. Ganz enorm viel. Das wurde noch gar nicht alles gespielt heute. Mhm. Also man kann noch sehr, sehr viel entdecken. Wofür wurden die aufgeschrieben? Wurden die für die Aufführung aufgeschrieben, dass man daraus singt und spielt? In der Regel wohl nicht. Also die allermeisten, die wir haben, sind zum Sammeln, zum Zeigen, zum Festhalten der Musik. Mhm. Also etwas Flüchtiges, das man damit besitzen kann, vielleicht als Herrscher. Mhm. Du hast was dazu zu sagen? Ja, das wäre vielleicht ein schöner Punkt, um überzuleiten zu einem wichtigen Namen des 14. Jahrhunderts, Guillaume de Machaut. Ein geistlicher Dichter und Komponist, einer der ersten ganz großen Komponistenpersönlichkeiten. Ich komme jetzt auf den, weil du von der Aufführung gesprochen hast, dass manche Sachen auch nur aufgeschrieben wurden, damit sie aufgeschrieben werden, gar nicht als Partitur zur Aufführung. Jedenfalls von Machaut wissen wir, dass er gesagt hat, man solle seine Stücke genauso spielen, wie er sie aufgeschrieben hat.
Das ist so ein Topos, der sich durch die ganze Musikgeschichte zieht, dass die Komponisten Wert drauf legen, dass ihre Stücke wirklich genauso aber aufgeführt werden. Das ist werden. Neu, weil im letzten Film haben wir noch das Gegenteil gesagt. Im Absolut. Letzten Film haben wir noch gesagt, da hatten wir auch eine Quelle dafür. Ich gebe mein Lied in die Welt und es soll sich verändern. Es soll. Und jetzt kommt ein Künstler, da haben wir natürlich einen ganz großen Umbruch, weil auch da wieder Ego. Ich bin ein Künstler und was ich mache, ist Kunst, nicht Handwerk. Absolut. Also Machaut hat es geschafft, dass sein Name über den 14. Jahrhundert so strahlt wie später Beethoven oder Bach. Mhm. Und mit den damit einhergehenden Problemen, also für manche ist, die denken sofort an Machaut natürlich, wenn sie an 14. Jahrhundert denken, denkt man, ja, Machaut, das ist die Musik des 14. Jahrhunderts. Mhm. Das ist überhaupt nicht richtig. Das ist eine Musikerpersönlichkeit, ein sehr starkes Ego mit einer sehr eigenwilligen Musiksprache, sehr stilisiert, extrem kunstvoll, sehr intellektuell. Mhm. Es gibt aber ganz viel andere Musik. Unser Kollege Felix Tiergarten hat über den Codex Ivrea zum Beispiel geschrieben und damit deutlich gemacht, das ist eine Musik, die gab es eben auch und die war vielleicht sogar viel verbreiteter als das, was Machaut gemacht hat. So grundsätzlich, was hat Machaut gemacht? Der hat viel gemacht. Am besten ist, wir hören da mal rein. Mhm. Ich würde sagen, ein weltliches Stück, wo man bewundern kann, wie er Musik und Dichtung verbindet, auf geniale Weise. Ja, Machaut hat knapp 100 weltliche Stücke komponiert. Die sind in verschiedenen Handschriften überliefert und bedienen sich auch schon ganz klarer Formen, den sogenannten Formfix, wie wir sie heute nennen. Und er hat daneben auch Motetten geschrieben. Zu einer Motette müssen wir vielleicht ein bisschen was sagen, was das ist genau Motette? Ist. Was ist eine Motette? Motette ist, okay, ja, die entwickelt sich schon in der Notre-Dame-Epoche, also die Epoche, die wir im letzten Video schon angeschnitten haben, da fängt es an. Die Idee oder das Konzept dahinter ist, dass man eine Grundmelodie hat, die in relativ langsamen Tönen voranschreitet. Normalerweise wird das aus dem gregorianischen Choral genommen, dass man also eine Choralmelodie nimmt oder einen Ausschnitt einer Choralmelodie, darüber dann eine Oberstimme komponiert und eventuell noch eine zweite und vielleicht sogar noch eine dritte. Also man hat zwei, drei oder vierstimmige Kompositionen in schnelleren Notenwerten und die tragen alle eigene Texte, die gleichzeitig erklingen. Und dadurch hört man mehrere Texte gleichzeitig, die sich da so aufeinander beziehen. Man hört schöne Harmonien, man hört Worte, die aufeinander fallen. Und man kann das ganze Kunstwerk natürlich in der Aufführung nicht auf einmal erfassen. Man kann eine Dimension erfassen, beim zweiten Hören kann man auf was Bestimmtes hören. Man kann sie vielleicht sich erklären lassen, einzelne Teile aufführen lassen. Das war eine Insider-Kunst für die Kenner. Aber auch wurde auch anlässlich von großen Feiern oder Festlichkeiten oder großen Gottesdiensten aufgeführt als Prunkstück. Also sehr intellektuelle Musik. Sehr intellektuell. Deswegen hat Johannes Cauchio, den wir auch schon erwähnt hatten im vorherigen Video, gesagt, dass nur gebildete Leute Motetten hören sollten. Die soll man gar nicht vor dem einfachen Volk singen, weil die würden das sowieso nicht verstehen. Ja. Also E-Musik und U-Musik. Richtig, ganz genau. Aber die Motette hat dann noch eine Geschichte, die bleibt noch lange erhalten, bis ins 15. Jahrhundert hinein. Und vielleicht nur eine Sache zur Struktur, die ist ganz interessant. Diese Motetten sind ganz oft isorhythmisch strukturiert. Was heißt das? Das heißt, es gibt eine genaue Organisation von einer rhythmischen Abfolge. Das kann man sich vorstellen wie so eine Mechanik, also wie so eine Räderuhr, die übrigens genau zu der Zeit auch erfunden wurde oder eingeführt wurde. Und einmal über Europa geschwappt ist, unfassbar schnell. Und dann läuft quasi der Rhythmus wie so ein Räderwerk ab und genauso laufen auch Tonhöhenfolgen in anderer Geschwindigkeit ab. Das passiert meistens in den Unterstimmen und so sind fast die meisten Motetten organisiert. Auch das geht bis ins 15. Jahrhundert. Man findet das nicht nur in musikalischen Handschriften, es gibt auch ein ganz tolles Gesamtkunstwerk aus dem frühen 14. Jahrhundert, den Roman de Fauvel.
einem quasi, ja, wie soll man das nennen, Satire, Roman kann man jetzt nicht sagen, einer Satire-Schrift, einem Gesamtkunstwerk aus Dichtung, aus Miniaturen und aus sehr vielen Musikstücken. Und ich glaube, da zeigen wir gleich mal eine Abbildung von. Genau. Ja. Der Roman de Fauvelle ist so entstanden 1314 bis 1317 ungefähr in Paris, und wurde dort dann so verarbeitet. Es ist zunächst mal ein Roman, erstmal ein Text, und dann wurde der interpoliert. Das heißt, man hat Musikstücke eingefügt und Miniaturen eingefügt und so ein 3D-Kunstwerk daraus gebastelt. Mhm. Das ist so eine Aufführung auf der Seite, könnte man sagen. Mhm. Und darin enthalten sind ganz wichtige Motetten der frühen Ars Nova, also genau diese Gattung, von der wir gerade sprechen. Und die Motette entwickelt sich ungeheuer. Mhm. Also wenn wir sagen, die ist noch im 15. Jahrhundert da, dann heißt das nicht, dass die genauso klingt wie im 13. Jahrhundert. Die klingt völlig anders. Ja. Aber das Prinzip ist noch da. Ja, aber bei dieser Motette auch so, die ist ja keine Tanzmusik, sie ist keine klerikale Musik. Das heißt, wir haben eine intellektuelle Musik, wie ich es gerade genannt habe, die vor allen Dingen für die konzertartige Aufführung gedacht ist. Genau, wenn man heute Motette hört, denkt man vor allem an kirchliche Musik, ja, mit geistlichen Texten. Ja. Das war im 14., 15. Jahrhundert nicht unbedingt so. Es gab sehr viele weltliche Motetten oder auch Motetten, die für politische Anlässe, kann man sagen, geschrieben werden. Also später bei Dufay im 15. Jahrhundert zu irgendwelchen Treffen von dem Papst und dem Kaiser gibt es eine Motette. Mhm. Oder es gibt eine Motette zur Einweihung des Florentiner Doms. Es gibt ein Lamento zum Fall von Konstantinopel und so weiter. Mhm. Das sind dann keine Reihen. Natürlich haben die immer auch geistliche Bestandteile, aber es sind keine rein geistlichen Stücke. Ja, aber es ändert, ist dann auch eben so zu sehen. Wir haben ja in der Zeit auch eben eine Änderung der Herrschaftspraxis, auch der Selbstdarstellung. Und wir haben zum Beispiel so auch mit Goldener Bulle im 14. Jahrhundert, da haben wir ja so der Kaiser mit seinem Hofzeremoniell, das dann aufgeführt wird. Da spielt aber zum Beispiel an so einem Hoftag Tanz noch gar keine so wichtige Rolle. Und Musik ist vor allen Dingen Begleitung. Aber wenn man eben so konzertartige Musik aufkommt, die auch speziell für einen Anlass geschrieben wird, dann merkt man auch, dass Musik in der höflichen Darstellung, der höflichen Selbstdarstellung einen ganz anderen Raum einnimmt. Es gehört zur Präsentation und Selbstpräsentation, da ganz klar. Ja. Und verschiedene Musikgattungen haben da verschiedene Funktionen. Also wir haben Instrumentalisten, die auch für diese Repräsentation da sind. Zum Beispiel die Alta Capella kommt auf, also die lauten Bläser-Kombination, die dann sogar Mehrstimmigkeit mit Blasinstrumenten spielen, sehr laut und damit auch Raum einnehmen, akustisch Raum übernehmen. Ja. Die Motette gehört auch dazu als Repräsentationsstück, das man präsentiert. Ja.
Es ist ja fast schon ein Klischee, wenn man an Herrscher denkt im Spätmittelalter, dass da irgendwelche Fanfarenbläser stehen und laut oder beim Turnier ratatata, ja, immer. Sowas gab es durchaus, klang nicht unbedingt genauso wie im Film. Aber genau, ist genau. Ziemlich laut. Ja, es ja. Ist, ich meine, es gibt ja Abbildungen davon, aber eben die Praxis tatsächlich ist dann noch ein bisschen anders. Wie es dann wirklich klingt, ja. Ist dann durchaus anders. Und ja. Es gibt auch verschiedene Instrumente bei den lauten Bläsern für verschiedene Funktionen. Die Trompeten sind was ganz anderes als die Bläser der Alta Capella. Mhm. Also das sind dann Schalmeien und Pommern und später auch Zugtrompeten, die Polyphonie spielen können, Mehrstimmigkeit spielen können, während die Trompeten eher Signale blasen. Die spielen dann keine Musik nach, sondern die haben ihre eigene Musik, könnte man sagen. Und natürlich ist dann auch die Herrschaftsausübung eine andere, weil jetzt haben wir wirklich die Herrschertypen, die vor allen Dingen, da ist nicht, wie gesagt, selbst der Kaiser muss mit seinen Kurfürsten sich das Ansehen noch so ein bisschen teilen. Es ist zeremoniell des gesamten Hofes. Und jetzt kommen so Herrschertypen auf. Wir sind noch nicht im Absolutismus, noch lange hin. Aber zum Beispiel die burgundischen Herzöge, die sich hinstellen und sagen, wir sind hier das Zentrum. Und darauf wird natürlich auch die Musik ausgelegt. Ja, diese Verherrlichung. Und da hast du gerade schon angedeutet, dass im 15. Jahrhundert dann auch für Anlässe speziell Musik komponiert wird. Genau, also Burgund ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Ich glaube, gibt es noch ein eigenes Video von dir zu Burgund? Ich habe zum Untergang von Burgund was gemacht. Aber im Prinzip, wir haben halt die vier Burgunder Herzöge, die eine Seitenlinie der französischen Könige sind. Und einfach so, allein weil sie Flandern haben, weil sie die reichsten Gebiete in Mitteleuropa haben, alle anderen Höfe an Pracht einfach übertreffen können. So ist es. Also der burgundische Hof hat absolut Vorbildfunktion in dieser Zeit ausgeübt in Europa. Es gibt da sehr auch wieder wichtige Musikerpersönlichkeiten. Hervorstechend sind vor allem Gilles Bergeron und zeitweise nur Guillaume Dufay, aber vor allem Bergeron, der den burgundischen Hof mit wunderschönen, muss man wirklich sagen, Chansons beliefert hat. Mhm. Vielleicht hören wir da auch mal rein. Das ist eine sehr berührende Musik. Interessant ist ja auch am burgundischen Hof, dass sich die Burgunder Herzöge Künstler auch als Hofkünstler holen und die auch unterstützen. In der Malerei Jan van Eyck war zum Beispiel Hofkünstler, der aus neben seiner Malerei noch ganz viele andere Sachen gemacht hat. Und es ist für Künstler natürlich auch was Neues, weil jetzt kommt so ein mächtiger Herr, hält die Hand über dich, oft wirst du noch zum Kammerherr ernannt oder sonst irgendwas, bist auf einmal eine Persönlichkeit des Hofes und kannst dich auf deine Kunst konzentrieren. Ist neu, weil wir haben ja ganz eben auch gesagt, Minnesänger waren im Nebenberuf Künstler, jetzt haben wir auf einmal Leute, die hauptberuflich Künstler sind, mit einem Gönner dahinter, mit einem Mäzen, der sagt, ja, mach. Also bei den Minnesängern muss man dazu sagen, dass manche schon auch Berufssänger waren, vor allem wenn sie dann noch Spruchsänger obendrein waren, also tatsächlich Auftragsarbeiten ausführen. Ja, aber es stimmt schon, also dass jetzt ein Moment kommt, in dem man sich mehr auf solche Dinge konzentrieren kann, gerade wenn man finanziell abgesichert ist. Ja. Die waren natürlich, die allermeisten waren selber, hatten irgendwelche niederen Weihen oder waren mit der Kirche verbunden, hatten Pfründe, haben dadurch eigentlich auch Aufgaben, noch administrative Aufgaben oder andere Funktionen, aber natürlich viel Zeit, sich um die Musik zu kümmern. Am Hof in Burgund konnte man halt auch echt reich werden damit, Also das so eine Position zu haben, war was. Und gerade bei Pfründen, das Bezahlung ist ja das eine, aber so mit dem mächtigen Herrn hinter dir, ich meine, guckt euch Friedrich III. An, sein Sekretär, Ineas Sibillo Piccolomini, ach, werd doch Priester, dann kriegst du von mir ein Bischofsamt. Und Papst kriegen wir auch durch. Und dann wird daraus Pius II. Einer der großen Päpste seiner Zeit, weil der einfach, der war richtig alt, als er seine Priesterweihe überhaupt erst bekommen hat, weil er einfach dann über seine Position als nah am Herrscher weitergekommen ist. Und das haben wir ganz viele Punkte. Also so Hofkünstler zu sein, war schon richtig, richtig erstrebenswert. Also wir können es vielleicht ein bisschen konkretisieren an der Figur von Guillaume Dufay. Ja. Guillaume Dufay ist ein unehrliches Kind gewesen, wahrscheinlich
Kind eines Priesters, man weiß es ja nicht ganz genau. Ja. Und der war europaweit tätig. Ich habe schon vorhin erwähnt, die Motette zur Einweihung des Florentiner Doms. Ja. Aber lange Zeit in Cambrai, eben als Kanoniker, hat er auch diese administrativen Nebentätigkeiten ausgeübt. Wie du gesagt hast, also bei Düfer ist lustig, der war für den Wein zuständig. Mhm. Es gibt auch einige Stücke von ihm, die sich mit dem Wein beschäftigen. Also irgendwas, ja, genau. Also irgendwie hat das eine große Rolle gespielt in seinem Leben, das mit dem Wein. Ja. Und was auch in diese Zeit fällt, das ist, glaube ich, wichtig für den weiteren Verlauf der Musikgeschichte, sind das, was man in Frankreich die Maîtrise nennt. Das sind Sängerschulen oder man könnte auf Deutsch sagen Domsingschulen, mhm. Auf einem unglaublich hohen Niveau. Die gab es eben auch in Cambrai, wo Düfer war. Und diese Domsingschulen waren für die Musikgeschichte ungeheuer wichtig, denn sie haben Generationen von Sängerkomponisten hervorgebracht, die alle an den gleichen Metrisen ausgebildet wurden, sich gegenseitig kannten, dann sich auch gegenseitig unterstützt haben, bekämpft haben, rivalisiert haben oder wenn sie gestorben sind, haben sie dann Klagegesänge aufeinander geschrieben. Also das war so eine ganz eigene Sängerkomponisten-Szene, die schon von Kindesbeinen an quasi irgendwie die gleiche Ausbildung durchlaufen hatten. Das ist eine sehr spannende Entwicklung. Es gibt ein ganzes Musikernetzwerk. Ja. Ne? Mhm. Also die kennen sich eben gegenseitig über ganz Europa hinweg. Und es gibt sogar unsere sogenannten Minstrel Schools. Mhm. Mhm. Also das sind gar nicht mal Schulen für Menestrel, also für Spielleute, mhm. sondern man trifft sich einmal im Jahr zur Fastenzeit. Mhm. Da, wo man keine Musik aufführen darf, da haben die Musiker frei, die Hofmusiker, und mhm. dann treffen die sich einmal pro Jahr für 2 Wochen, mhm. Meistens so im flandrischen Raum. Mhm. Und man macht jedes Jahr den Ort fürs nächste Treffen wieder aus, mhm. trifft sich dort, tauscht sich aus, kauft Instrumente, kauft Saiten ein. Das wird so ein richtiger Umschlagsplatz, so eine Art Messe für Musiker, mhm. aus der unglaublich viel Musik rauskommt. Und jedes Jahr haben wir so einen Schub von Musik, der wahrscheinlich mhm. Aus diesen Minstrel Schools herauskommt. Das entwickelt sich auch im 14., 15. Jahrhundert. Was so dabei die ganze Zeit durchklingt, wir müssen da einfach davon ausgehen, dass die auf einem unglaublich hohen Niveau ausgebildet waren, auch aufgeführt haben. Ja. Also wir werden natürlich Musik auf allen Niveaus gehabt haben. Ja, wir werden im Dorf oder die einfachen Leute mhm. irgendwas spielen, ja klar, zu Hause. Mhm. Aber auf den auf den höfischen Ebenen ganz oben mhm. und im Klerus, mhm. da wird es enorme Leistung gegeben ja. haben. Das können wir an den Kompositionen sehen, wenn wir von Guillaume de Machaut, den wir gerade hatten, noch weitergehen in die Epoche, die darauf folgt, die wir mittlerweile Ars Subtilio nennen. Mhm. Das ist die noch subtilere Kunst im mhm. Gegensatz zu Ars Subtilis, das ist die subtile Kunst der Ars Nova. Mhm. Das ist eine Übertreibung, es wird immer verfeinerter in den Rhythmen, immer subtiler. Gar nicht so subtil. und die ist enorm, die erfordert enorme Fertigkeiten in der Ausführung, mhm. in der Aufführungspraxis, was die Rhythmen angeht, mhm. sehr kompliziert. Mhm. Und es wird auch alles aufgeschrieben, notiert, man mhm. entwickelt die Notation, um das notieren zu können. Ja. Und daran sieht man, wie mit der Musik da gespielt wird. Das ist eben ganz spannend, dass die Musik dann nach dieser Ars Subtilio eigentlich wieder einfacher wird. Mhm. Also wenn da wirklich eine extrem komplizierte Musiksprache, die wurde auch schon verglichen jetzt mit der komplexistischen Musik des späten 20. Jahrhunderts, wo es auch solche ganz komplizierten Rhythmen gibt. Und auch die Vertreter des Komplexismus sagen, ja, die Musik, die wir machen, die hat es vorher in der Musikgeschichte nur in der Ars Subtilio gegeben und jetzt machen wir wieder sowas. Mhm. Es ist vielleicht an der Stelle trotzdem hilfreich, nochmal darauf zu blicken, was da als Musikprodukt eigentlich rauskommt. Wir sagen immer so komplex, kompliziert, schwierig. Mhm. Letztendlich, wenn man das Ding gut beherrscht, ist es einfach schön. Ja. Ja, das ist richtig schöne Musik und diese Komplexität, die verbirgt sich dahinter. Ja. Das klingt dann schon fast fließend, als wäre es einfach frei fließend. Ja. Es ist aber genau sortiert. Es ist wieder so bei der Kunst, wenn es einfach wirkt, ist es Kunst. Genau. Ja, weil dann kannst du, was du tust. Und sie schaut auch schön aus. Ja. Ja, es gibt da diese berühmten Stücke in Herzform oder in Form einer Harfe oder in Kreisform. Mhm. Also das ist wieder Stichwort Gesamtkunstwerk. Ja. Ja.
Ja, da, auch das Auge wird da befriedigt. Wo wir immer das Problem haben, nach unten zu gucken, wie gesagt, Bauern, Landbevölkerung, ist ja echt schwierig, was zu bekommen. In Städten sieht es schon ganz klein bisschen besser aus. Wo wir so ein paar Glücksfälle haben, ist bei Pilgerliedern. Da gibt es so ein paar Quellen, ganz bekannt, Libre Vernel, da wurden, hat schon gesagt im Vorgespräch, furchtbar dünn, 11 Lieder. Ja, es sind 11 Stücke, das sind sehr schöne Stücke und Unika alle, also fast alle bis auf eins. Ja. Also Stücke, die nur da enthalten sind. Aber da haben wir dann tatsächlich mal etwas, was ans Volkslied zumindest herankommt. Da haben wir dann so ein paar Schlaglichter. Da gibt es da noch mehr oder ist das so? Ab und zu. Es gibt, es gibt schon auch ein paar einfache Stücke, einfachere Stücke. Auch so Reflexe vielleicht darauf, Codex de las Huelgas zum Beispiel, wo wir Stücke haben, wo schon so Ostinato-Strukturen auftauchen, also Ostinati sind so Wiederholungen von ganz kurzen Motiven. Deswegen sind die beiden da, sie können solche Namen wie diesen Codex aussprechen. Oder die Geißlerlieder aus dem Jahre 1349, die auch in einem Codex... Die haben gesungen, während sie sich gegeißelt haben. Ja, genau. Spannend. Die sagen, da steht dann ad genuflexionem, also beim ersten Kniefall wird das gesungen, beim zweiten Kniefall wird das gesungen. Ja. Und das sind auch ganz schlichte Melodien, die alle zusammen singen können. Und wir haben auch bei den italienischen Laudesi, bei den Bruderschaften der Laudesi, das sind solche Laienbruderschaften, die Gottesdienste in ihren eigenen Oratorien, Gebetshäusern aufgeführt haben. Ja. Also nicht sanktioniert, nicht unbedingt von der nicht. Aber so Gegenstück gibt es bei uns ja auch, so Rosenkranzbruderschaften, die Zünfte sind teilweise in die Richtung. Gottesleichnam, Genau, und die haben auch eine eigene, sich eigene Musik komponieren lassen, die teilweise von der gesamten Bruderschaft gesungen werden konnten. Ja? Das sind dann auch nicht so komplizierte Lieder, aber sehr schöne. Aber es ist spannend, dass da wirklich so ein paar Schlaglichter sind. Wir haben wirklich von verschiedenen Ebenen, das heißt nicht, dass es schlechtere Musik ist, nur dass sie schlichter ist oder dass eine größere Gruppe sie als Prozession zum Beispiel singen kann. Aber jetzt haben wir halt die Schlaglichter. Im Hochmittelalter wird es zum Beispiel ganz schwierig, dazu sagen, was ist unterhalb, was für, machen die einfach Leute, die haben so ein paar Ideen, was die hören, was die machen, aber auch da wieder, wenn du sagst, einfache Melodien, aber wahrscheinlich trotzdem erkennbar noch die Parallelen zur höheren Musik, weil auch das ist natürlich was, was nachgeahmt wird. Ja. Und die Aufzeichnung erfordert ja immer noch eine Expertise, die die meisten nicht haben. Also wenn jemand aus dem Bürgertum oder aus dem niederen Bürgertum ein Lied aufschreiben will, wie soll er das machen? Man muss nicht nur lesen und schreiben können, man muss auch noch Noten lesen und schreiben können. Deswegen haben wir das Libre Vernel, weil Mönche aufgeschrieben haben, was die Pilger gesungen haben. Und da haben wir wieder die Betrachtung, und jemand hat es zusammengetragen. Ganz genau, Und das passiert nicht so oft, dass man dann die einfacheren Lieder tatsächlich. Und wenn es passiert, muss es ja auch noch erhalten bleiben. Das ist ja dann der nächste ganz große Schritt. Ja. Wenn wir an den deutschsprachigen Raum denken, dann haben wir nach dem Minnesang im 14. Jahrhundert nicht so wahnsinnig viel. Wir haben den Mönch von Salzburg, das ist noch so ein Begriff, dessen Lieder aber eher im 15. Jahrhundert überliefert sind. Mhm. Also wir haben gar keine Überlieferung aus seiner Zeit. Mhm. Und er gilt als der Erste, der Mehrstimmigkeit auch in deutschen Liedern eingeführt hat, in deutsche Lieder eingeführt hat. Wenn man sich die Mehrstimmigkeit anschaut, dann merkt man, okay, das ist viel schlichter als der Zeitgenosse Guillaume de Machaut, den wir schon genannt haben. Ne? Da haben wir ganz komplexe, wunderschöne Mehrstimmigkeit. Beim Mönch von Salzburg viel, viel schlichter. Ja. Einfach ein anderer Zweck. Ne? Ja. Wird anders eingesetzt. Die Polyphonie wird anders eingesetzt. Und natürlich auch, wie gesagt, der eine am zentralen Hof der Zeit und der andere, wenn er denn am Hof ist, zum Beispiel Salzburg, ist zwar immer noch ein wichtiger Bischofssitz, aber halt nicht vergleichbar mit den Burgundern. Also ein ganz anderes Publikum. Ja. Gut, der Guillaume de Machaut war jetzt eher bei den Königen unterwegs. Ja, unter anderem bei Jean de Luxemburg, besagtem Blinden. Ja, der großartige. In dessen Diensten er auch in Prag war. Also Guillaume de Machaut ist auch Prag bereist. Ist ja das Gegenstück, weil im Heiligen Römischen Reich hast du selten einen Hof und dann die Luxemburger Kaiser machen dann einen Hof in Prag. Ja. Und auch das natürlich für Künstler dann ein Punkt, wo er sich ausleben kann. Und jemand, der eben in Salzburg lebt, hat halt diesen Hof nicht. Ganz klar. Also das Publikum ist ein völlig anderes. Und der steht in der Mönch von Salzburg steht ganz klar in der Tradition des Minnesangs. Mhm. Und jetzt kommt in den Minnesang Mehrstimmigkeit rein. Mhm. Das ist was Spezielles. Mhm. Das hatten wir bei den Trouvères schon gehabt. Also die Trouvères fangen an, Mehrstimmigkeit einzuführen um 1300 mit Adam de Lalle. Mhm. Danach haben wir Guillaume de Machaut. Können wir auch sowas sehen wie einen sehr späten Trouvère, der noch andere Sachen macht, aber auch ein bisschen noch Trouvère irgendwie mitverarbeitet. Und bei den Minnesängern bleibt... Ich glaube, wir hatten noch nicht Trouvère und Troubadour ist grob das Gleiche, weil sich im letzten
und wird hat was erklärt. Aber Troubadour ist, glaube ich, der bekanntere Begriff, aber das okay. ist eben so. Ich erkläre ganz kurz die beiden Begriffe, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Ja, perfekt. Ich sage gerne Troubadour, weil es die Troubadours sind diejenigen, die in Okzitanien, also dem heutigen Süden Frankreichs, gedichtet und musiziert haben. Mhm. Und zwar in ihrer Sprache Okzitanisch. Mhm. Das ist dem Katalanischen ähnlicher. Das hat mit dem Französischen eher weniger zu tun. Mhm. Das sind beides romanische Sprachen natürlich. Aber die dichteten in Okzitanisch, das ist der Süden. Mhm. Und dann die Trouvères, also die Troubadours waren auch die ersten, die damit begonnen haben. Um 1100 fängt das an, mit dieser höfischen Liebe in Okzitanien. Mhm. Dann kommen die Trouvères, die lassen sich quasi infizieren von den Troubadours. Mhm. Die Trouvères komponieren und dichten in Altfranzösisch, also einer anderen Sprache. Mhm. Dazu gehört ja unter anderem Richard Löwenherz. Mhm. Ne? Der war ein Trouvère und Troubadour, der konnte wohl auch Okzitanisch. Ja. Englisch konnte er nicht so gut. Englisch konnte er nicht so gut, obwohl er in Oxford geboren ist. Ja, aber ist halt seine ganze Familie und auch seine Mutter, Leonore von Aquitanien, ist halt so. Für die war Frankreich das, wo sie wohlhabend waren, wo sie reich waren, in England war. Ja, gab es halt auch. Und der Hof von Aliénor ist natürlich der Hof der Troubadours schlechthin. Ja. Also da haben wir Mäzene für diese Troubadours. Mhm. Die Trouvères sind die nordfranzösischen Pendants zu den Troubadours. Und die Minnesänger lassen sich von beiden beeinflussen. Mhm. Und wahrscheinlich gibt es auch Rückkopplung von den deutschen Minnesängern in den französischen Raum. Das ist bisher weniger beachtet worden, aber wohl auch der Fall. Und dann haben wir auf einmal Troubadours, Minnesänger, Trouvères, die alle im Grunde was Ähnliches machen. Mhm. Und zunächst einstimmig. Das ist die Kunst, die funktioniert so. Die Mehrstimmigkeit kommt dann so um 1300 langsam rein. Die kommt von der geistlichen Sphäre, wird die übertragen auf die weltliche. Man fängt an, Mehrstimmigkeit auch für weltliche Lieder zu machen. Und mit Oswald von Wolkenstein dann haben wir endlich jemanden im frühen 15. Jahrhundert, um 1400, der Polyphonie, Mehrstimmigkeit, auch richtig für deutsche Lieder verwendet. Ja, und in seinen Kodizes haben wir 40% der Lieder ungefähr mehrstimmig. Ja. Das ist dann ein Gamechanger, der allerdings nicht so einen riesen Einfluss auf den Rest des deutschsprachigen Raums hat, weil Oswald so für sich bleibt. Mhm. Ne? Den kennen wir heute nur so gut, weil er sich selber gekümmert hat um seine Überlieferung. Ja. Und das Erbe treten ja dann die Chansons an, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, man spricht von der burgundischen Chansons. Mhm. Und das Erbe ist, glaube ich, immer noch, dass die Stimme, die den Text vorträgt, im Zentrum steht, oder? Die Begleitung wird ein bisschen komplexer, dann werden es zwei Stimmen, die begleiten. Und in der Regel ist die Stimme auch oben, die den Text hat, der Cantus. Dann gibt es zwei untere Stimmen, die begleiten. Das ist so das Modell, nach dem Bachois und Dufay gearbeitet haben. Frage? Oben, unten. Oben, also die Oberstimme, die Hörstimme, Sopranstimme, höhere Stimme, wird begleitet von einer Hauptstimme, die unten ist, der sogenannte Tenor. Und dann kommt noch eine andere Stimme dazutreten, der Kontratenor. Und das ist ganz spannend, weil manchmal existiert ja gar nicht der Kontratenor oder es gibt verschiedene Kontratenores oder er kann improvisiert werden. Also das ist hier für unsere Aufführungspraxis ein Riesenthema. Aber das heißt, wenn ich so raushöre, die höheren Stimmen waren durchaus die vortragenden wichtigen? Nicht so im französischsprachigen Raum, aber wenn wir in den deutschsprachigen Raum kommen, zum Beispiel zum Locher Marienbuch, da ist es genau andersrum. Da ist die texttragende Stimme der Tenor. Und da kann vielleicht Marc auch noch was dazu sagen. Es ist spannend. Also geht der deutschsprachigen Raum einen anderen Weg. Ja. Man könnte sagen, beide, der französischsprachige Raum und der deutschsprachige Raum haben ihren Ursprung in der Einstimmigkeit, was die weltlichen Lieder angeht. Und bei den Franzosen wandert die tragende Melodie in die Oberstimme und wird von unten begleitet. Und bei den Deutschen bleibt, könnte man sagen, die Stimmlage im Tenor. Also wenn wir männliche Sänger haben, dann wäre es automatisch die gleiche Stimmlage und wird von oben begleitet. Mhm. Also oben drüber werden eine Stimme komponiert, die von oben begleitet. Ja. Das heißt, die höchste Stimme ist Begleitung und nicht die Hauptmelodie. Ja. Und das sehen wir bei Oswald von Wolkenstein so und das sehen wir in allen nachfolgenden deutschen Liederbüchern, die so bekannt sind. Lochhammer Liederbuch, Schädelsches Liederbuch, Glogauer Liederbuch. Schädelsches? Ist das der Schädel aus Nürnberg?
Hartmann Schädel hat ganz auch Musik genau aufgeschrieben. Der. Hartmann Schädel hat alles. Über den habe ich ein eigenes Video gemacht, weil der hat so eine tolle Vita. Ja, also Schädel. Er hat ein eigenes Liederbuch zu Studentenzeiten. Das war offenbar etwas, was man macht, wenn man studiert. Ja. Dann sammelt man auch Musik, wenn man eine Neigung hat. Der hat auch als Student schon alles gesammelt. Der hat gesammelt und der hat sein Liederbuch eher abgemalt, wie es scheint. Also der hat die Notation vielleicht selber nicht ganz verstanden. Und wir sind noch daran, also Hunter Skola hat eine Edition gemacht. Er hat auch keine richtig klerikale Ausbildung, der war ja Arzt. Ja. Also offensichtlich, da hat dann was in seiner Ausbildung wohl zumindest ein bisschen gefehlt, wenn der das nur abmalt. Also ich glaube, ein echter Kleriker hätte da wahrscheinlich mehr Ahnung von gehabt. Gut, eine Annahme, ich gebe es zu. Aber jedenfalls hat er uns unglaublich viele Lieder, mehrstimmige Lieder, überliefert. Und die haben wir, weil er sie aufgeschrieben hat. Ja. Ne? Und dann das Glogauer Liederbuch ist schon gegen 1480 erst geschrieben worden, ist sogar unser erstes Liederbuch in Stimmbüchern. Das ist also in verschiedenen, da sind die drei Stimmen in verschiedenen Büchern aufgeschrieben, sodass jeder seine Stimme sich vornehmen kann. Also auch schon so, jeder kriegt dann sein eigenes Gesangsbuch. So, genau, jeder kriegt ein wichtiger mit Schritt. Seiner Stimme. Das eine ist Discantus, das ist die Oberstimme, dann Tenor, Unterstimme und Kontratenor, die zweite Unterstimme. Ja. Das ist natürlich auch wieder ein Blick in die Aufführungspraxis. Ich glaube, Aufführungspraxis ist sowieso so ein ganz wichtiges Stichwort im 15. Jahrhundert, weil wir ja eben auch jetzt höfische Musik immer mehr bekommen. Ich habe letztens was gemacht zur Landshuter Hochzeit. Da ist Tanz auf einmal ein Riesending. Dummerweise erzählen sie uns ganz viel darüber, dass sie ein Haus zum Tanzhaus ausbauen und alles Mögliche. Da werden Wände rausgerissen und so weiter. Was sie genau tanzen, sagen sie natürlich nicht so sehr. Und das ist auch, also zumindest in meinem Wissenshorizont, so eine echte Lücke. Wie haben die Leute im 1500 getanzt? Da gibt es nicht so unsagbar viel. Aber wir sehen auf einmal, ich habe vorhin schon gesagt, wenn man mich fragt im Hochmittelalter, was haben die Leute getanzt, dann kann ich nicht mal sagen, ob sie getanzt haben. Jetzt wissen wir es genau. Und dafür wird natürlich auch Hofkünstler gebraucht. Und dann als nächsten Schritt haben wir das zu entsprechenden Ereignissen. Du hast gerade schon die Eröffnung des Doms von Florenz. Eigene Stücke extra dafür gemacht werden. Und das ist natürlich ein vollkommen neues Ding, dass jetzt die höfische Kultur so sich sehr, sehr in eigene Musik geht, eigene Kapellen auch macht. Es gibt ja nicht nur die Komponisten, sondern auch Hofkapellen. Ich glaube, das ist so eine große Neuerung des Spätmittelalters. Also Tanz gibt es auf jeden Fall im Hochmittelalter, wird auch ständig erwähnt bei den Minnesängern, bei Neither zum Beispiel, geht es immer wieder um den Tanz. Genau. Aber was, wie genau sagen Sie genau? Nein, das sagen Sie natürlich nicht. Ja. Wir haben Abbildungen, die zeigen offenbar Tänze, aber daraus kann man natürlich keine Choreografie entwickeln. Ja. Wir kriegen nur so Eindrücke, wir kriegen solche aber kleinen Fensterchen. Der große Unterschied ist eben, wir haben so bei Karl dem V. noch das Hofprotokoll, dass die Kurfürsten ihn bedienen und so, das ist so die Idee des Hofes im 14. Jahrhundert und dann im 15. Jahrhundert mit den Hochzeiten, Amberg und Landshut ist auf einmal, ja, da kommt das gar nicht mehr. Der Kaiser ist zwar anwesend, aber das ganze Hofprotokoll spielt keine Rolle. Dafür ist der Tanz jetzt bei dieser Hochzeit ein ganz, ganz zentrales Stück. Direkt vor der, bevor die Braut eben diese Braut legen, diese Zeremonie mit dem, beide Brautleute legen sich nebeneinander ins Bett, aber direkt vorher wird getanzt. Ganz zentrales Teil. Und das haben wir in der Form natürlich, kenne ich es vorher nicht, das ist auch mal wichtig. Und Renaissance wollen wir auch noch haben, da haben wir dann natürlich auch die Tanzbücher, da haben wir ganz viel, da wird auf einmal zum ein zentraler Teil des Hofzeremoniens eben der Tanz. Und liegt vielleicht natürlich auch daran, wie gesagt, im Hochmittelalter haben wir diese dezentralen Höfe, da kommen gar nicht genug Leute und dann haben wir eben die Burgen, keine großen Paläste, sondern Burgen, da haben wir gar nicht die Möglichkeit, einen Riesentanz zu machen. Und in Landshut sehen wir schon, es muss ein Haus umgebaut werden, um einen Tanzplatz zu kriegen. Und da, wo wir es nicht wissen, auf den Dörfern, ja, die haben genug Platz zu tanzen, aber da wissen wir noch weniger. Na klar, wir haben wieder Abbildungen, die zeigen einen Tanz und vielleicht ein Dudelsackspiel auf dem Dorfplatz und da wird dann getanzt, aber was genau nicht. Unsere ersten, willst du was sagen? Es gibt eben Kollegen, die sich damit intensiv beschäftigen. Ja. Also wir haben das Fach Renaissance-Tanz auch bei uns an der Schola Cantorum schon lange. Ja. Kollegin Veronique Daniel ist gerade in Pension gegangen, kommt jetzt ein neuer Kollege. Und diese Kollegen, die beschäftigen sich intensiv natürlich mit der Rekonstruktion von solchen Tanzschritten. Ja. Die sammeln also alles, was irgendwie greifbar ist und versuchen das dann zu rekonstruieren, inklusive auch der Musik, die eben sehr oft improvisiert war, wo wir nur ein paar Gerüstsätze quasi haben dafür. Ja. Das ist doch interessant, dass die Tanzmusik improvisiert, ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt, weil später haben wir ja dezidierte Tanzmusik. Ja, wir haben auch durchaus überlieferte Tanzmusik. Also es geht schon etwas früher los. Also wenn wir die Estampie Royale und so weiter als Tanzmusik einschätzen, dann haben wir im 14., 13., 14. Jahrhundert schon etwas, aber wir haben keine Choreografien dazu.
Im 15. Jahrhundert fängt es an mit Domenico da Piacenza, wo wir tatsächlich einen Tanztraktat von circa 1440 haben, in dem Choreografien stehen, ganze Choreografien und in der Regel die dazugehörigen Melodien für den Tanz. Diese Melodien ist, wie Johannes gerade gesagt hat, sind in der Regel nur die Grundmelodien, über die dann improvisiert wurde. Das heißt, da stehen so ein paar Grundtöne und dann weiß man, wie lang diese Melodie dauern soll. Und darüber wurde dann im Stil der Zeit improvisiert. Maximilian I. wird in seiner Jugend in den höfischen Künsten ausgebildet und da ist Tanz einer der ausdrücklich genannten Teile. Also da merkt man auch schon der Unterschied, was muss ein höfischer Mensch können. Auf einmal ist Tanz einfach völlig unverzichtbar, ohne geht es gar nicht mehr. Und der wird wahrscheinlich eher mit dem burgundischen Tanz beschäftigt gewesen sein. Oh, gute Frage. Und da haben wir nämlich ein Tanzbüchlein von seiner Tochter, Margarete von Österreich. Ja. Wir haben hier das Faksimile da, aber vielleicht blenden wir es eher ein. Ja, aber schöne Abbildungen. Trotzdem ist so wunderschön, weil das ist mal wieder so geschwärztes Papier, um da mit Silbertinte drauf zu schreiben. Silber und Gold sogar. Ja, und da sind die Melodien notiert und darunter direkt die Choreografie, die Tanzschritte in Abkürzungen und mit Buchstabenreihen werden die Tanzschritte und aufgezeichnet. Und weil sie es können. Ja. Unglaublich deswegen, teuer sowas natürlich. Ja, aber ich meine, gerade Margarete ist natürlich auch am burgundischen Hof aufgewachsen. Die ist natürlich ganz anders sozialisiert, während Maximilian noch in Wiener Neustadt vor allen Dingen aufgewachsen ist. Ich glaube, da ist tatsächlich ein Unterschied. Aber es ist auch spannend, dass bei ihm auf einmal sowas wichtig ist. Wer nicht mir vorstellen kann, ein, zwei Generationen vorher war Tanz noch so ein Nebending und die Tänze waren auch relativ einfach. Aber wir finden tatsächlich in der wirklich hochadligen Praxis, Tänze werden immer wieder erwähnt, aber sie sind halt kein so zentraler Teil der Hofhaltung. Und jetzt wird es auf einmal so wichtig, dass man sowas dafür macht. Das ist halt als Zeugnis schon ganz... Vielleicht können wir sogar einen Tanz mal einspielen oder zeigen. Ja, fantastisch. Ja. Weil da sind wir auch schon... Es ist ja schon spannend, dass es Renaissance-Tanz heißt und nicht spätmittelalterlicher Tanz, weil die Quellenlage explodiert halt wirklich. Aber lass uns mal kurz reinschauen. Zum Musikverständnis gibt es einige Hinweise, die nahelegen, dass es auch eine gewisse hierarchische Auffassung gab. Eine wichtige Quelle wäre da Johannes Tinctoris, ein aus dem Norden stammender, aber in Neapel arbeitender Autor, Musiker. Der sagt, es gibt drei Grundkategorien von Musik. Der Cantus Parvus, das ist die unterste Ebene. Das sind die Chansons, über die wir gerade gesprochen haben. Und der Tanz, das wäre dann nochmal weiter drunter, über den spricht man eigentlich gar nicht. Als nächste Ebene kommt der Cantus Mediocris, das wäre die Motette, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, Motetten sind Mittel. Nicht im Sinne von Medioker, aber im Sinne von, da kommt noch was, nämlich der Cantus Magnus und das ist die Messe. Über die Messe haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen bisher. Unter Messe versteht man die mehrstimmige Vertonung des sogenannten Messordinariums, also dieser fünf Teile, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Eine der ersten Messen haben wir von Guillaume de Machaut, ist wahrscheinlich gar nicht als Zyklus
konzipiert gewesen, aber egal, wir haben alle fünf Sätze, sogar noch ein Item Missaist aus der Feder von Guillaume de Machaut. Und im 15. Jahrhundert gibt es dann einen richtigen Boom an Messekompositionen. Mit anderen Worten, alle Komponisten wollen jetzt in der höchsten Liga spielen, also wollen Cantus Magnus komponieren. Mhm. Das heißt, die haben auch eine gewisse, einen gewissen Anspruch an ihre Kunst. Das kann man vielleicht jetzt in Analogie sehen zu der Blüte der Malerei. Mhm. Du hast schon genannt, Jan van Eyck, Roger van der Weyden und so weiter. Wir haben ja auch diese unglaublichen Malerpersönlichkeiten aus der gleichen Zeit. Ja. Und das wirft vielleicht jetzt die Frage nach der Epoche auf, die du gerade schon angesprochen hast mit der Renaissance. Ja, das ist ja immer das Problem. Alles Gute kommt in die Renaissance, alles Schlechte kommt ins Mittelalter. Ja, wie sieht es da in der Musik aus? Kann man das klar abgrenzen? Weil in der Malerei wird ja sogar noch ein ganz fieser Kunstgriff gemacht. Jan van Eyck, Roger van der Weyden zeigen ganz deutlich Spätgotik in allem, werden trotzdem einer nördlichen Renaissance zugeordnet. Also da gegen jeden Sinn. Eigentlich kann man in der Malerei wirklich sagen, das ist noch nicht Renaissance. Die Renaissance fängt dann im Norden viel später an. Das sieht man auch deutlich, wann sie anfängt. Wie sieht es in der Musik aus? Wo ist da der Epochenwechsel? Also Renaissance im wörtlichen Sinne, also Wiedergeburt der Antike, ist natürlich schwierig in der Musik, weil man auch im Mittelalter ja kaum Musik gekannt hat. Man hat die Musiktheorie teilweise gekannt aus der Antike, aber kaum Musik oder überhaupt keine Musik im Mittelalter. Ja. Es gibt später im 16. Jahrhundert schon Bemühungen, die antike Musik wiederzubeleben. Von Nicola Vicentino oder auch in Humanistenkreisen, die dann versuchen, irgendwelche Musik zu schreiben, die genau diese antiken Verse wiedergibt. Sowas haben wir aber im 15. Jahrhundert eigentlich nicht. Mhm. Wo es eher Sinn ergibt, den Begriff Renaissance anzuwenden, wäre, wenn man das im übertragenen Sinne sieht, wenn man sagt Renaissance, das steht für das Künstlersubjekt, was auch als Subjekt spricht. Da würde ich jetzt wieder reinkrätschen und sagen, das ist der Humanismus. Genau, ist der Humanismus, genau. Aber gut, wenn man das jetzt mal so als einen Brei sieht, Humanismus, Renaissance. Also ich sage immer, der Humanismus hat zwei Ausdrucksformen und die Spätgotik ist auch eine Ausdrucksform des Humanismus. Absolut. Weil das funktioniert bei ganz vielen Dingen, ganz viele Figuren, die auch so als Hartmann Schädel zum Beispiel ist, würde man als Renaissance-Mensch sehen, da guckt man einen Blick in seine Weltchronik. Nein, er ist ein gotischer, spätgotischer Mensch, aber er ist ein Humanist, ganz klar. Mhm. Ja, aber wenn man das jetzt in meiner Definition wirklich mal sagt, die Renaissance ist wirklich nur dieses Zurückbesinnen auf die Antike, dann fällt die Renaissance fällt der Musik aus. Ihr fällt das in der Musik eigentlich in der Form aus. Aber ich mag Musik plötzlich noch viel mehr. Wenn man jetzt diesen Humanismusbegriff nochmal aufgreift, wir haben die Künstlerpersönlichkeit und wir haben auch eine ganz andere Art von Expressivität, der unserem Verständnis von Expressivität vielleicht schon näher steht. Aber die fängt auch relativ früh an. Die hat ja schon ganz früh Künstlerpersönlichkeiten. Das haben wir schon früh. Wir haben es ja schon im letzten Video gehabt. Da haben wir Namen schon früh. Aber jetzt haben wir eben auch Leute, die sich selber ins Spiel bringen. Also ich komme nochmal zurück auf Guillaume du Fay. Ja. Der hat zum Beispiel eine Motette geschrieben für seinen eigenen Tod. Ja, du hattest neulich Ars Moriendi. Ja. Also auch der du Fay war da ganz in dem Sinne. Hat seinen eigenen Tod vorbereitet, hat eine Motette geschrieben, der sollte an seinem Sterbebett gesungen werden, diese Motette. Hatten wir gerade auch bei den Habsburgern. Friedrich III. Hat seinen Tod vorbereitet und inszeniert, Maximilian I. hat es inszeniert, auch die Grabkultur wird plötzlich andere. Und ich bin mir 100% sicher, die hatten auch ihre Musik für ihre Begräbnis schon in Auftrag gegeben. Also das. Und er hat das so gemacht, er hat dann den liturgischen Text genommen, einen Ave Regina Celorum, einen liturgischen Text, und hat den, man sagt in Fachkreisen, tropiert. Das heißt, es gibt einen eigenen Text, der dann noch eingefügt worden ist. Mhm. Und in diesem eingefügten Text kommt sein Name vor. Also er sagt, ich selber. Großer Schritt, Humanismus. Wir hören dann du Fay bittet miserere mei. Ja. Da ist natürlich auch die Sache, man ist jetzt nicht mehr nur ein, also ist ja ganz oft in vielen Kunsthandwerken, es sind Handwerker, die dann Künstler werden und letztlich sogar zum Genie werden, zum Originalgenie. Und jemand, der sowas in sein eigenes Ding schreibt, der sieht sich natürlich in der Rolle, der ist nicht mehr der Handwerker. Und dazu kommt, er benutzt eben expressive Mittel, die wir heute noch sehr gut nachvollziehen können. Er macht das so, die Motette beginnt, wir würden heute sagen in C-Dur. Und wenn dieser tropierte Text kommt, also wenn sein eigener Name auch fällt, kommt auf einmal Moll. Also wir hören einen Dur-Moll-Wechsel. Mhm. Ja, eine fröhlich wirkende Terz und eine traurig wirkende Terz, wie das später beschrieben worden ist. Aber diese Wirkung ist tatsächlich so ähnlich bei du Fay angelegt. Mhm. Und das ist schon frappierend, ja, wie viel da schon angelegt ist in der Musik des 15. Jahrhunderts von späterer
Explosivität. Verstehe sogar ich da nicht. Für meine Musikpädagogik Peter und der Wolf in verschiedenen Varianten, da sieht man genau den Effekt, den das haben kann. Aber eben noch eine Bemerkung, dann bin ich fertig zum Thema Gotik. Ja. Ich nehme das eigentlich auch so wahr, dass diese Musik, über die wir jetzt gerade sprechen, ja, immer schon mal die Ockergem, der Name ist noch nicht gefallen, es wäre noch ein weiterer Name, ein bisschen später. Das ist für mich eigentlich auch eher eine spätgotische Musik. Ja, weil die Komponisten kommen aus diesem Kulturkreis. Und was sie machen, also die Musik, wie sie funktioniert, der Fachbegriff wäre Kontrapunktus. Ja, das ist ein Verfahren, das kommt aus dem frühen 14. Jahrhundert. Da wird das zum ersten Mal benannt und beschrieben. Mhm. Und das geht eigentlich kontinuierlich durch. Das entwickelt sich zwar, aber das ist dieses Verfahren. Mhm. Und das legt nahe, meines Erachtens, dass man diese Musik auch als spätgotisch beschreiben könnte. Das würde mehr Sinn ergeben als Renaissance. Ja. Wir haben die deutschen Liederbücher erwähnt, in denen jetzt auf einmal Mehrstimmigkeit in die deutsche Musik reinkommt und das Ganze sich zum Tenorlied entwickelt. Ja. Damit kommen wir dann auch in Richtung Maximilian, wo das Tenorlied, und ich betone es extra, Tenorlied, nicht Tenorlied, denn wenn wir von Tenor sprechen, dann meinen wir eine Stimmfunktion, und wenn wir Tenor sagen, dann meinen wir eine Stimmlage, und das deckt sich da in der Zeit nicht ganz genau. Das ist eine spätere Entwicklung. Übrigens, wie die Chanson. Man muss bei denen auf die Aussprache aufpassen. Genau. Und das Geschlecht. Man sagt das Chanson, wenn man Edith Piaf meint, und die Chanson, wenn man die Burgundische meint. Genau. Also, ja, gut. Nee, ich gebe dir völlig recht, ich frage mich nur, ob es zu viel wird. Gut. Ja, und dann haben wir eben das Tenorlied, das unter Maximilian so seine größte Blüte erfährt, würde ich sagen. Mhm. Und danach dann noch im 16. Jahrhundert eine Rolle spielt. Aber da haben wir dann unglaublich tolle Kunstwerke, vierstimmige Kompositionen, wo der Tenor tatsächlich die Hauptmelodie ist, also in der Mitte vom Satz liegt und begleitet wird von Stimmen außenrum. Mhm. Und wenn wir in Richtung Aufführungspraxis da gehen wollen, also die Frage, wie führt man sowas eigentlich auf? Und wir kümmern uns ja in unserem Fach darum, das Zeug zu interpretieren, ne? Auf die Ziel Bühne zu bringen. Ja, ja, wir reden die ganze Zeit drüber, was passiert ist und wie sich's entwickelt hat und so. Aber letztendlich ist ja unsere Aufgabe, Musiker auszubilden, so wie unser einer selbst, die auf die Bühne gehen und diese Musik dann spielen und das Wissen klingend übertragen. Ja. Und gerade beim Tenorlied kann man sich die Frage stellen, ja, wenn die Hauptstimme im Tenor liegt, muss vielleicht nur der Tenor gesungen werden und die anderen Stimmen werden instrumental gespielt. Mhm. Oft sind sie in den Quellen untextiert. Was bedeutet untextiert? Mhm. Heißt das instrumental? Vor 100 Jahren hat man vielleicht im deutschsprachigen Raum gesagt, bei den Forschern, ja, textlos ist gleich instrumental. Mhm. Da sind wir längst drüber hinweg und sagen, es ist eventuell eine Option. Mhm. Also das kann sein, dass man die gesungen hat, dass man sie vielleicht auch textiert hat oder dass man Instrumente eingesetzt hat für diese textlosen Stimmen. Das ist nicht völlig geklärt. Beim Guillaume de Machaut könnte man vielleicht noch sagen, wurden vielleicht alle Stimmen tendenziell eher gesungen bei ihm. Im Tenorlied um 1500 vielleicht nicht mehr. Denn jetzt kommen wir in eine Zeit, in der ganze Instrumentenfamilien entwickelt werden, in denen Instrumente in verschiedenen Tonlagen gebaut werden, um solche Mehrstimmigkeit möglich zu machen. Mhm. Denn auf einmal haben wir eine Bassstimme, die kommt Mitte des 15. Jahrhunderts erst auf. Ne?
in etwa? Du guckst zweifelnd. Nein, mir ist nur gerade was eingefallen. Dir ist was eingefallen? Ja, dass wir immer die Vorstellung haben, es gibt nur eine richtige Art, ein Stück aufzuführen. Und das ist halt absolut nicht der Fall. Also nee, wir haben die ja nicht. Ja, wir haben die nicht. Nee, aber viele haben das oder erwarten das, dass wir ihnen jetzt sagen, so müsst ihr es machen und so nicht. Gerade die bekannten Chansons, die waren ja ähnlich bekannt wie Popsongs heute. Das heißt, die wurden in verschiedenen Versionen aufgeführt. Wenn man nur zu zweit war, dann halt nur zu zweit, ohne Kontratenor. Oder nur auf einem Instrument. Da haben wir ja auch Versionen, also instrumentale Bearbeitungen von diesen Stücken. Also muss man sich das vorstellen, dass das jedes Mal anders eingerichtet worden ist für den jeweiligen Zweck. Aber wenn wir heute Mittelaltermusik hören, das ist ja ein unfassbar weites Feld. Und natürlich auf der einen Seite Unterhaltungsmusik, die wir zum Beispiel auf Mittelaltermärkten haben, die wir auch sonst sehr gerne haben. Da sind große Trommeln, das ist laut, oder es gibt so Sachen wie Bardcore inzwischen, wo so Sachen genommen werden. Es gibt da auch ganz bekannte Lieder, Palästina-Lied und solche Sachen, die aufgeführt werden. Da muss man, glaube ich, nicht drüber reden, dass die natürlich sehr überarbeitet sind für einen modernen Geschmack, weil sie eben wummern sollen. Aber wenn man jetzt versucht, so ein Lied wirklich historisch aufzuführen, wo sind die Fallstricke? Weil ihr habt gesagt, wir haben nur Notation, wir können es zum Teil reduzieren, aber wo sind die Probleme? Was ist das Schwierige daran? Also die Fallstricke liegen je nach Epoche und Region, von der wir sprechen, an anderen Stellen. Mhm. Also beim Palästina-Lied zum Beispiel haben wir, das ist eines der wenigen Minnelied, also es ist nicht ein Minnelied, aber es stammt von einem Minnesänger, Walter von der Vogelweide. Mhm. Und dort haben wir tatsächlich den Fall, dass wir Notation haben. Mhm. Das haben wir so selten bei den Minnesängern. Mhm. Und das ist tatsächlich mit Notation überliefert aus der Zeit 1300, sicher nicht mehr original von Walter, sondern in einer späteren Kopie. Die Notation ist rhythmuslos. Das heißt, wir haben zunächst mal keinen musikalischen Rhythmus. Wir haben eine Melodie, die können wir auch genau nachsingen. Die Tonhöhen stehen alle fest und wir haben einen Text. Das ist, was wir haben. Mhm. Jetzt müssen wir unsere Informationen aus dem Umfeld ziehen. Mhm. Wie wurde sowas wohl gewöhnlich aufgeführt zur Zeit Walters oder ein bisschen danach, vielleicht 1300? Und mal eine ganz blöde Frage. Was fehlt jetzt bei dem, was du aufgezählt hast, für eine gute Aufführung? Was sind die Dinge, die jetzt, du hast ja gerade aufgeführt, was wir haben. Ja. Was fehlt? Weil ich kann mir nicht vorstellen, was man noch braucht. Ja, eventuell fehlt gar nichts mehr. Also um das Lied sinnvoll aufführen zu können, ist schon mal alles da. Ja, wenn wir jetzt noch einen Sänger hinzunehmen, der das also singt, dann kann er diese Melodie singen und sich am Text orientieren für den Aufführungsfluss, sage ich mal. Das muss nicht ein feststehender Rhythmus sein, der immer gleich ist. Das kann etwas Flexibles sein, sehr frei sein. Das könnte man aus dieser Notation ziehen. Es kann aber auch sein, dass das Stück vielleicht rhythmischer gedacht war oder regelmäßiger rhythmisch gedacht war. Mhm. Dann können wir einen Rhythmus aus dem Versmetrum ziehen, also wie der Vers, was für ein Rhythmus im Text steckt, sozusagen. Und den könnten wir auf die Musik und auf die Aufführung übertragen. Ja. Das wird auch durchaus gemacht. Übrigens nicht nur völlig unkundig bei Musik, Versmaß hat mich auch völlig fertig gemacht. Einer der Gründe, warum ich raus bin aus meinem Nebenfach. Literaturwissenschaft. Okay. Nu al rest lebe ich mir werde. Also wenn ich das Palästina-Lied mal so rezitiere, dann haben wir so schon einen Rhythmus. Ja. Man kann es natürlich auch freier sprechen. Nu al rest lebe ich mir werde, sieht mein sündig Auge ersicht, das reine Land und auch die Erde. So kann man es recht frei machen oder man kann es nach Versmetrum Nu al rest lebe ich mir werde, sieht mein sündig Auge ersicht, das reine Land und auch die Erde und so weiter. Und dann haben wir auf einmal einen regelmäßigen Rhythmus. Beides ist plausibel für eine Aufführung. Wir können nicht sagen, das haben die gemacht. Hört dazu, ne? Ja, natürlich, klar. Und jetzt die Frage, okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Mache ich das so oder so oder mache ich eine Mischung? Geht ja auch. Ich kann sagen, nur alles lebe ich mir werde, sieht mein sündig Auge sicht. Und dann haben wir, da ist ein bisschen ein Rhythmus, ein Puls dabei, aber da ist auch Fluss dabei. Jetzt singe ich das Ganze auf die Noten und jetzt nehme ich vielleicht noch ein Instrument hinzu oder zwei. Ja. Sollte ich Perkussion hinzunehmen? Vielleicht eher unangemessen für das Lied? Ja, wenn man wirklich, wenn es um den Text geht, wenn es darum geht, dieses rhetorische Stück rüberzubringen, dass die Leute den Text verstehen, ist ja kein Tanzlied, keine Tanzmusik. Aber das sind jetzt alles Optionen und je nachdem, was du willst, bist du ja immer noch auf Boden der Quellen und kannst sagen, eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Absolut. Wo sind die Dinge, wo bei euch der Pegel steigt, weil er sagt, nee, das ist nicht richtig? Es ist der Moment, wo Einflüsse von hörbar von
einen ganz anderen Stil Eingang finden in die Interpretation. Mhm. Da sage ich mir dann, okay, das ist vielleicht eine schöne Interpretation, aber es ist nicht mehr informiert aus dem Kontext. Also zum Beispiel, wenn das Palästina-Lied plötzlich arg nach Tanzmusik klingt. Ja, so oder nach Rockmusik oder nach, und dann merkt man, da kommt ein anderer Stil rein. Mhm. Und das passiert ständig und das ist ja auch nicht schlimm. Also man sagt ja nicht, das ist falsch, ist oder schlimm. Ja. Es ist insofern nicht mehr im Rahmen dessen, was wir für diese Zeit konstatieren können. Ja. Ja. Ich meine, ist ja rein kulturell, ist ja interessant, dass es jetzt wiederkommt, neu interpretiert wird, wieder lebendiger Teil einer Musik. Es ist ja eigentlich nicht abzulehnen, aber halt absolut. Von wissenschaftlicher Seite, als alt, jemand, der sich mit alter Musik beschäftigt, muss man sagen, ja, es ist halt nicht auf Quellen basierend. Genau. Ja. Und für uns, also wissenschaftliche Basis ist für mich, wenn ich auf der Bühne stehe, nicht mehr so wichtig. Ja? Ja. Aber unsere Ausbildung informiert natürlich das, was wir dann auf der Bühne machen. Mhm. Ja? Und dann liegt das außerhalb dessen. Und ich finde es dann auch, ich interessiere mich für das, was wir wissen aus der Zeit und was wir da rausziehen können. Mhm. Und da gibt es so viel. Also wir haben einen Rahmen, wir haben einen gewissen Rahmen, in den wir versuchen, die Musik zu platzieren. Ja. Und der ist durchaus, der ist nicht ganz so eng. Also es gibt schon eine Grauzone. Wir versuchen es da hinein zu platzieren, das interessiert mich, denn darin kann man enorm viel Vielfalt finden. Mhm. Aber du hast ja schon so angedeutet, es gibt einfach viele Dinge, die gar nicht aufgeführt werden. Also wir haben unfassbar viele Dinge, die da sind und ganz wenig, die wirklich häufig aufgeführt werden. Also ich glaube, da gibt es noch eine riesen Diskrepanz. Und das habe ich ja bei Bildquellen. Da gibt es auch, ich sage immer, das Mittelalter hat keine Ikonen. Es gibt keine Bildquellen, die jeder kennt. Alle anderen Zeiten haben das Mittelalter halt nicht. Und es gibt so unfassbar viele tolle Dinge, die jeder kennen sollte, wo ich immer ein bisschen das weinende Auge habe, das nicht kennt. Das ist wahrscheinlich bei dir ähnlich mit Musik, wo du auch denkst, na, schade. Ja. Vielleicht eine Bemerkung zu der Aufführungspraxis nochmal. Was wir, glaube ich, auch nicht so gerne mögen, ist, wenn nur das aufgeführt wird, was in den Noten steht. Das ist auch oft ein Problem, dass man denkt, ja, so dieses, was man spricht von Urtext in der Musik. Und ein anderes Thema wären die Versetzungszeichen. Das ist, wenn ich einen Ton chromatisch ein bisschen verändere. Das hat große Auswirkungen auf das, wie es wirkt und auf die Zusammenklänge. Und es war definitiv nicht üblich, das alles zu notieren. Ein paar, die man unbedingt haben wollte, hat man notiert, aber die meisten nicht. Und da wäre es jetzt definitiv falsch, sich darüber keine Gedanken zu machen, sondern man muss, wenn man das interpretiert, Entscheidungen fällen. Also ja? Zu nah am Original ist dann auch schwierig. Richtig. Toll. Ja, man muss eben das Ganze ausnutzen. Man geht also in unserem Studium auch durch einen Prozess hindurch. Man lernt diese ganzen verschiedenen, lernt mit der Musik und mit den Stilen umzugehen. Das ist ja so ein klassisches hermeneutisches Zirkeln. Ja. Man kommt an derselben Quelle wieder vorbei und dann hat man viel mehr gelernt, wie du schon gesagt hast. Das Umfeld des Künstlers, wo ist man? Und dann sieht man dieses Lied neu und denkt, jetzt habe ich ganz viel Ahnung von der Zeit und so, jetzt muss ich diese Noten ganz anders betrachten. Ganz das ist ja so ein Grundding der Geschichtswissenschaften, dass man. Auch bei Bildern kann ich auch nicht irgendwie, ja, das Bild zeigt das und das, sondern ich muss ja mit anderen Bildern vergleichen. Ich muss ja möglichst eine Massenauswertung machen von möglichst vielen Bildern. Ist in der Musik wahrscheinlich genauso. Ja. Und was deine Frage anging, warum immer wieder die gleichen Lieder gemacht werden, man muss auch sagen, Aufnahmen generieren Aufnahmen oder Aufführungen generieren Aufführungen. Jemand hört etwas, will das nachspielen. Ja. Und dadurch etabliert sich so in unserer Zeit ein gewisser Kanon an Stücken und auch Quellen, die immer wieder gemacht werden, weil man sie immer wieder hört. Und so, andere muss man erst entdecken. Das ist mein Lieblingsbeispiel, Weihnachtsmusik, Kanon, ab und zu kommt was Neues dazu, ist dann auch sehr, sehr erfolgreich, also Jingle Bells ist immer noch geschützt, weil es so jung ist im Vergleich, aber das sind Sachen, die sich dann auch international verbreiten, weil die hat man gehört, die will man nachspielen. Ganz genau. Kommt manchmal ein deutscher Text dazu oder sowas oder ein anderer Text, das ist nicht anders als bei solchen Dingen. Aber gerade für Leute, die jetzt einen Zugang suchen zu dieser Musik, sind manchmal solche ikonischen Stücke auch wichtig. Ja. Also wenn man einen Zugang bekommt durch den Sommerkanon, weil gerade von die Rede war, dieser aus England, das ist ja wunderbar. Also wenn das der Weg ist, ist das ja schön. Bedauerlich finde ich eigentlich eher, wenn von diesen ikonischen Stücken überhaupt nichts in breiteren Kreisen ankommt. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel zu Medien kommen, wo Mittelaltermusik eine Rolle spielen könnte,
Das sind Filme, das sind Serien, das sind Computerspiele, was weiß ich was. Dokumentationen, oh ja, ganz großes Thema. Und man dann feststellen muss, da kommt überhaupt nicht Musik aus der Zeit, sondern muss, wenn überhaupt Musik, dann Musik aus vollkommen anderen Epochen. Man sagt sich, warum? Es ist schade. Es gibt also Extrembeispiele wie Ritter aus Leidenschaft, der ist absichtlich mit Queen und Vigo Ragdo reingegangen. Ja. Aber aus Gründen, da sieht man zumindest, der hat sich Gedanken gemacht. Und dann sehe ich dann, wo ich eben. Hast du nicht im Vorgespräch diese Serie auf Netflix erzählt, wo dann ein Pseudo-Vivaldi kommt? Ja. Warum? Sollen wir den Namen nennen? Kannst du machen. Ich also es ist eine Serie über ein bekanntes Werk von Boccaccio. Ja, was aber wenig mit diesem Werk von Boccaccio zu tun hat. Ich will noch was dazu machen. Es ist Decameron und da ist halt, wie du erzählt hast, ich habe mich reinguckt, ganz viel Pseudomusik. Ja, es kommt Musik, das ist ein Vivaldi-Verschnitt, aber Vivaldi ist ja bekanntlich Musik aus dem 18. Jahrhundert und nicht aus dem 14. Jahrhundert. Und es kommt Mittelaltermusik höchstens mal, wenn jemand betet, dann kommt so eine Art Gregorianik, Pseudo-Gregorianik, als Klischee für Beten. Ja. Und das, gut, ich habe jetzt nicht die ganze Serie geguckt, muss ich dazu sagen. Vielleicht bestehen die Folgen danach nur noch aus Mittelaltermusik und mir ist es entgangen. Also ich will jetzt hier kein Urteil vorstellen, aber ich befürchte, es kommt nicht viel mehr Musik aus dem 14. Jahrhundert. Aber so schade ist, weil da die Musik wäre ja da. Genau. Die Musik wäre da, wir könnten das komplett bestücken, das wäre überhaupt kein Problem. Und das ist es genau aus dem Trecento, also genau aus dieser Zeit, dieser Stilepoche der italienischen Ars Nova, 14. Jahrhundert, haben wir Riesenkodizes. Wir haben hunderte Musikstücke, Polyphonie, wunderschönes Zeug. Natürlich verstehe ich auch, dass Filmmusik was anderes bedienen muss, für Stimmungsaufbau und so weiter. Aber wenn jetzt Musik im Film stattfindet, ne? Musik im Film, ja, das ist natürlich was anderes. Aber schlimmer sind eigentlich Dokumentationen. Also gut, dass du das genannt hast. Bei Filmen kann man immerhin noch argumentieren, ja, es soll irgendwie das Lebensgefühl transportieren und das kann man halt mit Popmusik besser, okay. Ja. Aber in der Dokumentation will ich ja was lernen. Ja. Da will ich mich mit einer fernen Epoche beschäftigen und ich will auch sowas wie Fremdheit spüren. Das wäre so eine subtile Möglichkeit, das zu generieren. Ja. Und subtil ist das Stichwort, ne? Das Stichwort des Mittelalters. Ja. Das ist sehr verfeinert. Ja. Subtil, ja. Genau. Aber das ist kein Begriff aus dem Mittelalter, aber trotzdem, die Subtilitas spielt eine große Rolle. Ja. Es wäre einfach so einfach. Und wie gesagt, das Fremdheit, weil sie versuchen ja in den Dokumentationen Fremdheit zu erzeugen, aber durch ganz andere Dinge. Guck mal, wie dreckig die waren, guck mal, wie doof die waren. Und tatsächlich ist ja das Mittelalter eine fremde Zeit, aber aus ganz anderen Gründen. Ja. Und dennoch werden immer wieder die gleichen Klänge eingespielt als Musik, als Filmmusik, die signalisieren sollen, aha, Mönche oder aha, Mittelalter. Dumpfe Musik, wir sehen gerade die Pest, die Musik ist immer die gleiche. Und wir hören Quint-Parallelen, dann weiß man, ah ja, Mittelalter, ja. Ja. Und. Es gibt einen akustischen Mittelalterfilter. Ganz genau, ja. Ja, absolut, völlig. Ja, ja. Und ich rolle jedes Mal die Augen, wenn ich ihn höre. Also man muss. Ich habe ja den optischen, ich bin ja auch über Bildquellen so der optische Mensch. Aber spannend ist, du genau die Fußnägel zusammenrollen bei deinem akustischen Mittelalterfilter. Sehr spannend. Werde ich bei zukünftigen Dokumentationen mehr drauf achten. Ja. Sehr interessant. Ich muss nochmal in den Tag im Mittelalter von Terra X reingucken, was die musikalisch machen. Spannend. Ja, kannst gern mal nachfragen. Wir haben jetzt ein paar Beispiele gehabt, gerade letztens Manor Lords ist so ein Spiel, ein Aufbaustrategiespiel, das tatsächlich sich leisten kann, viele historische Dinge zu machen, weil Aufbaustrategie hat ja nicht so, ist ja kein Rollenspiel, wo du ganz viele Details machen musst und hat da zum Beispiel gerade was Bauwerke angeht, sehr, sehr mittelalterliche Sachen wirklich gut und die spielen zwei mittelalterliche Stücke, mindestens zwei, zum Beispiel eins von Ausfall von Wolkenstein. Da ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt so ein Stück höre, Ausfall von Wolkenstein in Manor Lords, ich meine, ihr kennt es jetzt nicht, aber wie sicher kann ich mir sein, dass das auch ungefähr richtig ist oder muss ich einfach mir die Illusion aufgeben und kann sagen, ich habe keine Ahnung, ob die es genauso gespielt haben? Ja, also genauso können wir sowieso nicht festhalten, das ist klar. Ne? Also wir können nicht sagen, genauso hat er es gemacht, wir haben es jetzt gefunden. Aber wir können den Rahmen abstecken, auf jeden Fall. Also wir können einen plausiblen Rahmen abstecken, innerhalb dessen das Stück im Kontext seiner Zeit funktioniert. Also in dem, was wir wissen
davon. Also was wichtig war, worauf es ankommt. Es ist ein Spektrum, auf jeden Fall. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, die plausibel sind. Und Oswald selbst hat sogar verschiedene Aufführungsversionen in seinen Handschriften angeboten. Also wir merken, wenn er bessere, mehr Kräfte hat, dann kann er das Ding polyphon machen, also mehrstimmig aufführen. Wenn er alleine ist, dann singt er die Hauptmelodie. Vielleicht begleitet er sich, das wissen wir nicht oder nicht. Also das ist ja auch so wirklich ein Irrtum der historischen Aufführungspraxis gewesen, um ein bisschen Selbstkritik zu betreiben, dass man immer aufgetreten ist mit dem Anspruch, also wir wissen ganz genau, wie es war. Und damals, da war das ja alles ganz klar, was üblich war. Und inzwischen muss man doch zugeben, das ist nicht so. Also es gab immer diese Vielfalt an regionalen Unterschiedlichkeiten und das muss man halt auch heute irgendwie wieder spüren in der Aufführungspraxis. Das heißt aber nicht, dass man alles machen kann. Das ist eben das. Das heißt jetzt nicht anything goes, sondern es gibt einfach einen gewissen Rahmen. Ja? Also bei der Aufführungspraxis, wir haben ja heute auch MTV Unplugged und es gibt auch Oswald MTV Unplugged offensichtlich. Und als Zuhörer, ich darf ein Auge halb zudrücken, aber nicht blind durch. Also Auge halb zudrücken bei Oswald ist sehr angemessen. Danke. Ja, aber genau, diese Illusion, es war genauso, brauche ich nicht, aber es gibt schon einen Rahmen, wo ich sagen kann, das innerhalb der Quellenlage, das ist eine gute Aufführung. Ja, und natürlich braucht man auch gute Interpreten. Ja. Mhm. Also man braucht gute Sänger, man braucht gute Instrumentalisten. Das ist nicht einfach, die Musik. Das ist sogar ein ganz großes Problem, dass wir da wirklich noch eher als bei den Instrumenten Schwierigkeiten haben zu wissen, wie klang das tatsächlich? Ja, es ist schon schwierig. Bei Gesang ganz große Unterschiede machen. Ja. Also es gibt gewisse Parameter, die erfüllt sein müssen. Ne? Gerade bei Polyphonie, bei Mehrstimmigkeit. Man muss sehr genau intonieren, man muss sehr genau stimmen. Sonst funktioniert das Ding nicht. Das bricht auseinander. Ne? Es gibt in der modernen Aufführungspraxis, gerade so populäre Musik, gibt es immer eine Sache, die mich völlig triggert, ist dieses Knödeln. Wenn sie so rauspressen, US-Nationalhymne bei Super Bowl und sie machen. Aber das sind ja Sachen, die wirklich nirgendwo aufgeschrieben werden. Das sind ja Sachen, die wirklich der Interpret macht. Deswegen reden wir von einem Interpreten heute, weil er interpretiert das Stück. Es ist so tatsächlich, dass bei Gesang das Ganze noch unschärfer wird? Also das ist gerade ein Riesenthema in der historischen Aufführungspraxis. Man kann es vielleicht vereinfacht ein bisschen so zusammenfassen. Es gibt eine bestimmte Art, alte Musik zu singen. Mhm. Ich sage das jetzt bewusst en gros, die so aus den 80er Jahren eigentlich herrührt. Die hat sich jetzt so weit verselbstständigt, dass viele Leute sie assoziieren mit so klingt alte Musik. Die wurde zu Recht kritisiert und gesagt, das ist nicht so rein gewesen, also dieses ganz klare, reine Singen. Und jetzt kommen einige Leute, die auftreten und sagen, es war ganz anders. Also wir kommen dem viel näher, wenn wir uns im Mittleren Osten orientieren oder sowas. Da ist sicher auch was dran. Aber was da vergessen wird, ist, dass es ein Prozess ist. Sicher hat man, als die Musik noch nicht so mehrstimmig war, komplett anders gesungen. Da gibt es auch sehr viele Hinweise dafür. Aber heute und damals richtig, auch das ist ein Unterschied. Also das ist immer ganz gefährlich, solche pauschalen Sachen. Aber was man eben, das hast du schon angedeutet, auf jeden Fall berücksichtigen muss, mit der Polyphonie ändert sich zwangsläufig das Singen. Das merkt jeder, der das selber macht. Mhm. Also je mehr du darauf achtest, was die Stimmen um dich herum machen, je mehr du die auf die Intonation achtest, also ob die Intervalle stimmen, ob die rein sind, dann verändert sich dein Singen. Das ist ein fast automatischer Prozess und natürlich hat das stattgefunden. Ist ja heute so ein Tenor aus dem Chor, singt anders als ein Einzelinterpret. Ja, absolut. Ja, ganz anderes Handwerk. Ja, ich hatte gerade eben die Aufführung in Kuttenberg in der Kirche, da saßen eben zwei männliche Sänger und ich habe mal beim einen, der hat eine sehr tiefe und durchschnittliche Stimme, und gesagt, so singt kein Mensch und es würde nicht gut klingen. Bei ihm klang es fantastisch, weil er mit anderen Leuten zusammengesungen hat. Ja? Mhm. Aber ich glaube, das ist so das, was ihr meint. Und wir wissen ja zumindest optisch, wie das aussah, wenn die sangen. Also die saßen noch wesentlich enger zusammen, als wir das jetzt tun. Haben sich teilweise sogar... Die Engel. Richtig, da kann man das zum Beispiel sehen. Berührt, den Takt geschlagen. Das heißt, die haben dieses Zusammensingen, das war ein ganz intensives Erlebnis. Mhm. Und dazu gehört natürlich das aufeinander hören und nicht einfach irgendwie drauf losblaken. Mhm. Ihr habt auch irgendwie im Vorgespräch auch gesagt, das Zusammenstehen hat auch mit Rhythmus zu tun, weil man den Rhythmus gemeinsam... Ja, den gemeinsamen Puls, den Taktus nennt man das in der Zeit. Das ist aber eher ein späterer Begriff. Aber das gab es wohl im 14., 15. Jahrhundert als Prinzip schon, ne? Dass man gemeinsamen Rhythmus, einen gemeinsamen Puls hat. Denn auch die Rhythmik dieser Komposition ist recht komplex, ne? Ist recht kompliziert und
führt erst zu diesen wunderbaren Geweben der Polyphonie, die wir dann hören. Ja. Sehr spannendes Thema. Da reden wir jetzt natürlich von der Mehrstimmigkeit, vor allem von der geistlichen Mehrstimmigkeit. Ja, das ist wieder sehr, also es gibt so viele verschiedene. Ins Weltliche rein. Ja, natürlich. Ja. Genau. Ja, das ist ein super spannendes Thema. Was ich vergessen hatte, was am Ende noch kommt an den Bildquellen, da ist wunderbar von Israel von Meckenem in den 1480er bis 40er, 90ern, kommt was ganz Neues, da haben wir Hausmusik. Da haben wir Stiche, wo zwei Leute zusammensitzen und Musik machen. Offensichtlich keinerlei Aufführungspraxis, sondern eine private Musik. Und das haben wir in der Neuzeit immer mehr, bis heute, nur dass wir alle nicht mehr humanistisch gebildet sind. Und also ich zum Beispiel, Musik bin ich raus, aber bis so der Fernseher übernommen hat, war ja Hausmusik ein ganz wichtiges Thema. Und das finde ich spannend, dass es so am Ende des Spätmittelalters so in bürgerlichen Kreisen dann aufkommt, dass man Musik für sich macht und gar nicht mehr in die Aufführung geht. Und jeder Haushalt, der was auf sich hält, hat eine Laute, ne? Ja. Auf der man sich dann Musik aneignen kann, die man sonst nur in der Kathedrale hören könnte oder am Hof. Und da fängt es dann an, dass dann so diese Musik sich verbreitet so langsam. Das in den Quellen Bearbeitung von, sag ich mal, großer Musik für Einzelinstrumente und sowas? In der Renaissance dann, ja. Also, das ist ja die passende Zeit. Genau. Also wenn, oder Humanismus. Ja, genau. Das ist ja genau die Zeit. Und genau. Ich gebe der Renaissance gerne, was sie hat. Wenn die Renaissance die Hausmusik und diese private Musik bringt, also gut, der Humanismus ist natürlich das Spannende, weil es geht um den Menschen. Aber es ist ein spannendes Ding, dass man dann wirklich die großen Klassiker für sich selbst umbaut und wenn es in den Quellen sichtbar ist, ist es fantastisch. Ist halt auch eine mediale Frage. Also wenn dann der Musikdruck kommt, der kommt etwas verzögert bei uns im Erste nach 1500, da wird eben auch die polyphone Musik verbreitet und dann kann die im großen Maßstab betrieben werden. Es war gar nicht so einfach, Noten zu drucken. Da gab es irgendwie am Anfang Probleme, weil es gar nicht mal so simpel ist. Ja, aber diese frühen Petrucci-Drucke dann eben um 1500, die sind erstaunlich gut. Man braucht immer ein anderes System als einen normalen Druck. Also in einem normalen Druck kommst du halt nicht weit. Ja, und ja, jedes ja. Ding, also du müsstest halt, die einfachste Methode wäre, ein Holzschnitt für jede Seite zu machen. Aber das auch wird auch so gemacht. Auch gemacht. Ja. Also der erste Notendruck, den wir haben von 1480 ungefähr, ist ein Tanzdruck, ganz schlicht, eine ganz einfache Melodie. Da hat jede Seite einen eigenen Holzstich. Dann hat man einfach die Noten so gestochen. Blockbuch quasi. Genau, aber der erste richtige Notendruck von Petrucci, den du erwähnt hast, 1501 in Venedig, der arbeitet mit beweglichen Typen, aber er braucht mehrere Druckverfahren, um Notenlinien, dann Noten auf die Linien drucken und dann den Text oder der Text irgendwann vorher. Also er muss dreimal drucken. Das wurde dann später vereinfacht, sah aber dann nicht mehr so gut aus wie bei Petrucci. Wird billiger aber. Das ist eine Preisfrage. Ich habe schon erzählt im Vorgespräch, ich wohne ja jetzt in Offenbach und die Lithografie, der Steindruck, wurde zuerst für Notenblätter gemacht. Und da wurden dann die richtig saubere und wunderschöne Notenblätter gedruckt. So wichtig ist ein gewisser Herr Mozart nach Offenbach gegangen ist, um seine Notenblätter zu kaufen. Also es muss einen ganz offensichtlichen Qualitätsunterschied gegeben haben. Es zeigt aber, dass das Problem eben da war. Es war ein technisches Problem vorhanden, das gelöst werden muss. Und das erklärt natürlich, warum dann der Druck der Noten so spät kommt im Vergleich. Und der Petrucci hat es gelöst. Er musste unglaublich gut koordinieren, dass die Noten exakt da gedruckt werden, wo sie hin sollen. Sonst, wenn die etwas versetzt sind, macht es schon keinen Sinn mehr. Die Notenblätter waren wirklich für die Handnotation. Das war so. Genau, ja. Und man hat natürlich auch in der Zeit weiter Handschriften angefertigt mit Musik. Yes. Nur dieser Notendruck hat natürlich geholfen, dass man Musik verbreiten kann. Schreibfedern für die Notenlinien, wo ich mit einem Zug die ganzen Notenlinien mache, mit diesem mehrfach. Rastrum, ja, genau. Ganz toll. Das sieht man, ja. Und kurz darauf hat Petrucci auch damit angefangen, Instrumentalmusik zu drucken. Mhm. Und damit holt man sich auf einmal, und da wird dann die Polyphonie, also diese Messkomposition, Motetten und sowas, also der, was sonst nur ganze Kapellen aufführen können, die werden auf einmal reduziert in einen Satz hineingebracht, den man auf der Laute alleine spielen kann. Mhm. Sowas wie ein Klavierauszug im 19. Jahrhundert hat man dann auf einmal im frühen 16. Jahrhundert und dann kann sich jeder das nach Hause holen, hat seine Laute da und hört auf einmal die Polyphonie. Der großen Meister in der eigenen Kammer, der CD-Player von 1507. Und später hat dann Palestrina auf der Laute seine Messen komponiert, wie wir wissen. Ja, es gibt einen Brief, wo er sagt, ich habe die Messe erstmal auf der Laute ausprobiert und danach habe ich sie polyphon aufgeschrieben. Das muss man auch können. Ja, die konnten was. Ja. Da passiert, glaube ich, im Kopf noch ganz viel, also ziemlich wild. Ja, aber ich glaube, also wir haben wirklich im ersten Film haben wir ganz viel über
kirchlich über klerikale Musik gesprochen, einfach weil es die Quellen hergeben. Jetzt im zweiten sind wir in die höfische Musik, in die private Musik, in ganz viele verschiedene Bereiche. Und bei all dem, wie gesagt, es sind die Quellen, die uns das immer ermöglichen, weil wir plötzlich ganz andere Quellen haben. Aber wir haben halt auch gesehen, wie komplex das ganze Thema ist. Also wie gesagt, alleine hätte ich da gar nichts hinbekommen, weil ich ja die ganzen Fachwörter schon nicht verstanden. Da bin ich euch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, weil ja, was kann man machen, damit das, oder anders gefragt, die Leute, die es jetzt gesehen haben, die interessiert sind, was gibt es an Literatur und vor allem, wo findet man gute Aufführungen von Musik? Wo können die Leute hin? Abgesehen davon, dass sie Kommentare reinschreiben können, die beiden werden sicherlich in die Kommentare reinschauen und Antworten geben. Also ist, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Aber wo kann man sich hinwenden? Was kann man machen, wenn man sich für richtige mittelalterliche Musik interessiert? Man kann zunächst mal zu uns kommen und studieren, falls man Interesse hat, das tatsächlich selber zu machen und das Talent. Auch Videos, man kann bei euch auch... Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, wir können ein paar Links geben vielleicht. Ich habe so einen eigenen Kanal. Wir haben eine Reihe hier, die nennt sich Renaissance in Basel. Und da haben wir jede Menge Konzertvideos, die wir in den letzten... Unten in der Videobeschreibung werden wir... Das ist dann nur Renaissance-Musik, 15. bis 16. Jahrhundert. Und ich hole mal das Buch jetzt. Ja. Hol doch mal das Buch noch. Es gibt schon einiges, wo man sich informieren kann. Es gibt auch sehr gute Konzertreihen. Wir haben in Utrecht, gut, das ist ein Festival für alte Musik, was da stattfindet. Das geht ein bisschen in den Barock natürlich hinein, hat aber auch immer wieder Mittelalter und Renaissance. In Antwerpen gibt es Amüs-Festivals. Also da kann man wirklich hochqualitative Aufführungen hören, auch von mittelalterlicher und Renaissance-Musik. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man die Musik live hört. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man sie von der Konserve hört. Aber als erster Zugang ist ja sowas wie YouTube auch nicht schlecht. Mhm. Und da ist ja erstaunlich viel alte Musik, auch teilweise in sehr guter Qualität zu finden. Man muss immer nur wissen, nach was soll man suchen. Mhm. Das ist das Hauptproblem. Verfügbar ist ja alles. Man muss ein paar Namen kennen. Und da helfen wiederum, hilft das gute alte Buch weiter. Mhm. Es gibt sehr schöne Überblicksdarstellungen. Ich zeige mal nur eins, was einfach optisch wunderbar ist. Das kann man schön im Wohnzimmer lesen und sowohl sich an den Bildern erfreuen, als auch an den Texten. Das halte ich jetzt mal in die Kamera. Ja, genau. Können wir vielleicht auch noch mal einblenden? Musiker von Vera Menazzi. Ein Prachtband, nicht ganz leicht. Und es gibt wunderbare Darstellungen, die Musik des Mittelalters in ihrer ganzen Vielfalt mit sehr vielen schönen Bildern. Habe ich noch nicht, werde ich mir zulegen. Ja, unbedingt. Ja, das ist so. Zum Anfang, und das mit den Namen ist ja selber auch in der Malerei, wenn ich erstmal ein paar Malernamen habe, dann habe ich einfach mal ein riesiges Feld, an dem ich suchen kann. Und das hilft dann ganz ungemein. Man muss sich so die Standardkünstler seiner Zeit erstmal aneignen, dann kann man weitersuchen. Und man muss natürlich als Hörer auch sein, oder als Hörerin, seinen Musikgeschmack ausbilden. Das dauert eine Weile. Also hat bei mir auch ganz lange gedauert, bis ich die Musik so richtig mochte. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass ich einerseits natürlich noch erstmal an Aufnahmen herankam, die vielleicht nicht so gut waren damals, aber dann konnte ich noch nicht entscheiden, ist das eine schlechte Aufnahme oder ist die Musik nicht so gut. Oder verstehe ich sie einfach noch nicht? Und über die Jahre hinweg habe ich meinen Geschmack erst ausgebildet und dann verstanden, immer mehr verstanden und dann auch immer mehr gemocht. Ja. Und so muss man sich seine Meinung erstmal ausbilden, seinen Geschmack ausbilden. Das erfordert eben auch von den Zuhörenden ein bisschen Arbeit. Ja. Ja, perfektes Schlusswort. Also so könnt ihr euch an der Musik annähern, wenn es euch interessiert. Kann man nur empfehlen. Auch das ist, wie gesagt, Mittelalter, egal wo man hinguckt. Man fällt in ein Kaninchenloch und entdeckt eine wunderbare Welt, die alles ist, aber nicht primitiv. Schön, dass ich jetzt mit zwei Videos endlich die große Lücke Musik ein bisschen schließen konnte. Ich habe gemerkt, dass noch einige Themen offen im Thema Musik. Also da können wir noch in ganz viele Dinge reinmachen. Ich glaube, so mit Manesse oder sowas muss ich auch nochmal beschäftigen. Das ist noch ein ganz großes Thema dahinter. Aber gerade diese beiden Videos jetzt hätte ich allein nicht geschafft. Danke nochmal für euch oder an euch für die Organisation. War mir ein ganz großes Vergnügen. Und wir haben jetzt die beiden Videos hintereinander weggemacht hier in Basel. Es war Arbeit, aber danke dafür für die viele Zeit. Und ja, ich hoffe, wir werden irgendwann wieder zusammenarbeiten, irgendwas gemeinsam machen. Und wenn ihr Aufführungen habt oder sowas, gerne mir schicken, dann veröffentliche ich das in meinem Kanal oder auf Discord. Da kann man auf jeden Fall... Ganz herzlichen Dank. Ja. Wir haben immer wieder Aufführungen, einerseits von der Schule selbst, aber auch die eigenen Ensembles natürlich, mit denen ich auftrete. Da freuen wir uns natürlich, wenn das ein bisschen breiter bekannt wird.
Ja, wahnsinnig gern. Und an euch danke, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, unter diesem Video werdet ihr einiges an Links finden, den ihr folgen könnt. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche mit einem neuen Thema wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Ciao. Als Judas Kind.